Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Und läuft. Prima. Ja, dann herzlich willkommen hier bei den Panteras Negras in Clarenzelle. Ich glaube, vorstellen muss ich die Herren zu meiner Linken nicht besonders, die sind bekannt. Uwe Koschinat, der Trainer vom 1. FC Saarbrücken, der Manager Rüdiger Ziel und Fanvertreter haben wir hier am Tisch. Da ist zunächst mal Aldi Süd. Hallo. Also jetzt muss er aber jetzt. Man nennt ihn auch Siegfried Hammer, aber richtig, ja. Das kommt selten vor. Siegen nur, ja. Okay. Dann haben wir hier den berühmten Fusch 81. Hi, Freund. Thorsten Fuchs. Und legendär, ne, vor allem hier, glaube ich, bei den Panteras, ist natürlich unser Lifter. Bringt keine Cola. Wir wollen das heute relativ kurz halten, denn ja, unsere Freunde haben alle noch ein bisschen was zu tun. Deswegen fangen wir gleich an mit dem Einstieg. Und zwar wollen wir diejenigen, die hier im Podium sind, mal fragen, was sie von dem Spiel gestern gehalten haben. Aldi, fängst du an? Gut, dann fange ich mal an. Also, was das Spiel gestern betrifft, ich war zuerst mal überrascht über die Dreierkette, die Zusammenstellung. Uafero wurde zwar 1:1 ersetzt, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir eigentlich eine andere Person dann zentral erwartet hätten. Warum das jetzt so war oder nicht war, der Trainer wird ja mit Sicherheit seine Gründe haben. So, zum Spiel selbst würde ich sagen, erste Halbzeit war schwach, muss man so ehrlich sagen. 15 Minuten Abtasten beider Mannschaften. Dann haben wir das Heft in die Hand genommen, so ist mich das vorgekommen. Ein Geplänkel hin und her. Und dann wurden wir nach circa 15 Minuten stärker, haben die Initiative ergriffen, waren dann aggressiver in den Zweikämpfen, haben das Spiel nach vorne gesucht und hatten auch Torchancen. So, und dann, wie für mich wiederum unerklärlich, warum dann plötzlich der Schalter umgelegt wurde. Und wie aus heiterem Himmel haben wir jetzt wieder zurückgezogen, haben ängstlich gespielt. Einer hat den anderen angeschaut, ja, keinen Fehler zu machen. Der Gegner merkt das natürlich und prompt 0:1. So, dann wurde das Spiel von uns noch schwächer. Wir konnten froh sein, dass wir das 0:2 vermieden haben, dank einer klasse Parade von Batz. Dann ging es in die Halbzeit. Zweite Halbzeit, muss ich sagen, eine Klasse stärker. Wir waren aggressiv von Anfang an, haben nach vorne gespielt. Die Abwehr ist auch rausgerückt, was man in der ersten Halbzeit nicht so unbedingt gesehen hat. Da waren dann teilweise Riesenlöcher, weil einfach die Abwehr nicht rausrückte und die Räume eng gemacht hat. Aber wie gesagt, ein klassisches Spiel von uns teilweise. Prompt fährt das 1:1. Dann dachte ich und viele andere im Stadion auch, jetzt aber mal volle Pulle. Wenn wir ausgekontert werden, dann werden wir einfach ausgekontert, dann haben wir einfach verloren. Dann ist es ein Punkt weniger, als würden wir unentschieden spielen. Und bei 5-mal unentschieden habe ich 10 Verlustpunkte, 3 Niederlagen hätte ich 9. Also von daher ruhig mal auf Niederlage in Kauf holen, wenn ich offensiv spiele, als immer diese Unentschieden, wo man im Nachhinein immer sagen kann, wir haben ja nicht verloren. So, also zweite Halbzeit war für mich wesentlich stärker. So, dann fällt dieses Tor leider vom Calogero, der für mich gestern der stärkste Mann war, solange er auf dem Platz war. Er war dynamisch,
Er war robust, er war laufstark und hat dazu noch, was man die ganze Zeit vermisst hat, schöne Flanken geschlagen. So, aber zu diesem Tor muss ich sagen, von Freiburg, Calogero hat zwar den Fehler gemacht an der Außenlinie, aber das Tor fiel ja nicht unmittelbar nach diesem Fehler an der Außenlinie, sondern wir hatten Zeit genug, am 16er noch zu verteidigen. Und da hatte man das Gefühl, dass Freiburg sich durch gefühlt 30 Beine am 16er durchgemogelt hat. Das darf nicht passieren. So, dann haben wir aber direkt zurückgeschlagen. Die Mannschaft hat Moral gezeigt. Cuni, oder ich glaube Cuni oder Cuni, ist egal, hat ein schönes Tor gemacht. Und da dachten wir auch wiederum, so, jetzt ist der Knoten geplatzt. Aber wiederum, als würde man den Schalter umlegen, kam Verunsicherung in die Mannschaft. Ich weiß nicht warum, ob im Kopf drin war, nur nicht verlieren. Es ist immerhin eine Spitzenmannschaft. Aber wie gesagt, zweite Halbzeit wesentlich besser. Erste Halbzeit kann man vergessen. Im Großen und Ganzen war für mich dieses Unentschieden auch leistungsgerecht. Okay. Was meinst du? Fusch ist entschuldigt, aber auch. Ich war in der Hochzeit gestern Mittag. Ich habe auch anders Punkte gemacht. Okay. Also, ich kann mich da teilweise anschließen. Was ich sagen muss, war auch wie einmal mehr, dass nach dem eigenen Treffer, wie er so schön sagte, hier der Schalter umgelegt wird und auf einmal nicht mehr viel zustande kam. Die erste Halbzeit fand ich insgesamt auch nicht gut. Wir hätten können da durchaus höher zurückliegen. Da können wir froh sein, dass das nur mit 0-1 in die Pause ging. In der zweiten Halbzeit dann direkt druckvoller, dynamischer, mehr Power, belohnt durch den Ausgleich. Und dann umgehend wieder so ein Katastrophengegentor, was einfach, das 1-0 darf schon nicht fallen. Da guckt Zähne einfach nur zu, steht viel zu weit weg. Er steht völlig frei im Strafraum. Und das 2-0, es darf noch viel weniger fallen, weil, wie ich schon sagte, der Fehler außen ist zwar ärgerlich, aber drin war ja gefühlt die halbe Mannschaft von uns gegen zwei Leute überfordert und ist nicht richtig rangegangen. Das Tor darf gar nicht fallen. Und dann haben wir auch wieder einen Ausgleich gemacht und dann auch wieder danach kam nicht mehr viel. Das ist einmal mehr halt ärgerlich, weil ich denke, das Spiel hätte man durchaus gewinnen können, wenn man diese Power und diesen Willen, den man zeitweise, zwischenzeitlich gezeigt hat, einfach mal über 90 Minuten auf den Platz bringen würde. Ja, Uwe, was sagst du dazu? Kannst du die Meinung da nachvollziehen, die gerade geäußert wurde? Klar kann ich die nachvollziehen. Ja. Natürlich, wenn ich mir ein gutes Spiel von der ersten bis zur 90. Minute. Und natürlich wünsche ich mir Heimsiege. Natürlich kann ich nachvollziehen, dass Rechnungen aufgemacht werden, die besagen, ja, wenn du immer auf Sieg spielst und dann zweimal mehr gewinnst und dafür selten unentschieden spielst, dann hast du mehr Punkte. Und kann auch nachvollziehen, wie solche Spiele möglicherweise von der Tribüne aus wirken. Aber ich habe natürlich meine persönlichen Ansichten und Erklärungen und trage am Ende die Hauptverantwortung dafür, dass wir eine möglichst konstante und möglichst lange Saison spielen. Ich bin sehr, sehr fest davon überzeugt, dass vom ersten Tag an, seitdem ich hier bin, eben aus meiner Sicht mein Wirken und die Art, wie ich diese Mannschaft versuche, über einen langen Zeitraum stabil zu halten, eben mit einem sehr, sehr schlechten Anfang kommuniziert wurde, mit permanenter Kritik an Spielideen, permanenter Unzufriedenheit. Und ich kann am Ende aber nicht zu 100% nachvollziehen, woran sich das tatsächlich aus der jüngsten Tradition des Clubs tatsächlich ableitet. Und da ist das Spiel gestern ein Spiegelbild. Es ist mit Sicherheit nicht positiv, dass wir eine Idee, die wir entwickelt haben, in der Woche dann nicht so umsetzen können, dass du
dass du dann auch nochmal gezwungen bist, andere Maßnahmen zu ergreifen. Ich habe immer sehr, sehr viel Respekt vor dem jeweiligen Gegner. Ich wusste, dass Freiburg mit einer enormen Leichtigkeit zu uns kommt, mit einer enormen Lust, Fußball zu spielen, weil die in ihrer Situation als U23 keinen großen Druck verspüren. Ich habe ein sehr, sehr langes Gespräch, mehrere natürlich, aber ein entscheidendes auch mit Rizzuto gehabt. Ging dann darum, so wie aggressiv trauen wir uns zu, den Gegner zu bespielen. Mit einem Spieler, der lange nicht gespielt hat. Ich bin der Meinung, er muss sofort auf die Platte. Wie sehr tun wir das als gesamter Verbund gegen die vielleicht sprintstärkste Mannschaft der Liga? Auf welcher Höhe empfangen wir diesen Gegner? Das sind dann eben grundsätzliche Entscheidungen, die dann logischerweise wie der Spieler, wie so ein Spiel läuft. Ich habe, Sigi darf ich sagen, viele Ausführungen 1:1 auch so gesehen. Teile aber überhaupt nicht die Meinung, dass das 1:0 Folge irgendeiner Passivität von uns war, sondern dieses Tor ist tatsächlich nach einem Aufbaufehler aus dem Nichts gefallen. Es hat sich in keinster Form angedeutet. Ich finde, man muss auch immer berücksichtigen, wie ist die innere Stabilität der Mannschaft. Da habe ich gestern schon gesehen, dass es nach dem 0:1 einfach in ganz hohem Maße gemenschelt hat. So, das kann man abtun als, ja, das sind Profis, die müssen das abkönnen. Nein, man hat gestern einfach nach dem 0:1 gesehen, dass jeder auf der Suche nach Sicherheit war, dass jeder erstmal irgendwo versucht hat, sein eigenes Spiel wieder in den Griff zu kriegen. Das bedeutet automatisch, dass du sehr, sehr stark in einem Verhinderungsmodus bist, dass diese Reaktion für die Mannschaft vielleicht auch in der jetzigen Situation nicht so automatisch kommen kann. Wir haben zwar viele erfahrene Spieler auf dem Platz, aber viele Spieler, die sich eher in so einer Gebundenheit wohlfühlen und wenn es so um individuelle Dinge geht, wir mit Sicherheit ausbaufähig sind. Trotzdem rechne ich der Mannschaft sehr, sehr hoch an. Das habe ich ihr heute Morgen gesagt, dass sie eben nie auseinanderfällt. Ich finde, das muss man einfach auch mal betonen. Ne? Das kann man ja jetzt sagen, ja, dann spielt doch so wie Waldhof Mannheim, die haben fast genauso viele Punkte, die gewinnen viel, verlieren viel. Also ich kann mich 0,0 identifizieren mit einer Mannschaft, die 5:0 verliert, 6:2 verliert. So, und seitdem ich hier Trainer bin, sind die höchsten Niederlagen mit 2 Toren Unterschied. Leider ausgerechnet gegen Kaiserslautern. Aber bei uns geht es immer bis in die 90. Minute, weil diese Mannschaft einen wahnsinnigen Willen hat, eine unheimliche Stabilität, sie lässt sich treiben. Ganz sicher schaffen wir es so gut wie nie, über 90 Minuten eine totale Dominanz auf den Platz zu bringen. Aber wir schaffen es in Phasen, den Gegner dermaßen zu erdrücken und zu bespielen, dass wir immer die Möglichkeit haben auf 3 Punkte. Das ist mir deutlich lieber als so dieser permanente Wechsel von Niederlage und Sieg, weil ich bin fest davon überzeugt, eine Zielsetzung aufzusteigen, die kannst du nur erreichen, wenn du eine totale Stabilität hast. Und Stabilität drückt sich in Ergebnissen aus, drückt sich daran aus, wie reagierst du auf Krisen. Dann fallen wir nicht auseinander, sondern geben Antworten. Das ist unbefriedigend, das ist gegen Freiburg nicht zu gewinnen, das geht mir genauso. Aber ich analysiere die Art, wie die Mannschaft zusammengesetzt ist. Ich analysiere meinen Erstauftrag, als ich hierher kam, der logischerweise auch mit Personalverpflichtungen verbunden war. Und wenn man dann mal ehrlich über diesen Erstauftrag redet, und dann sich anschaut, wie ist die Folge gewesen, dann kann ich da zu 100% in den Spiegel schauen. Und das will ich einfach auch mal betonen. Mich hat hier ein Mann geholt, federführend. Ich habe mich nicht angeboten, ich musste mich nicht bewerben. Das war Dieter Ferner. Ja. Und Dieter Ferner hat gesagt, ich bin 30 Jahre in diesem Club. Und 30 Jahre war es immer dasselbe Spiel. Wenn eine gute Saison da war und man wollte in der nächsten Saison angreifen, ist man abgestiegen. Dieter Ferner hat mir gesagt, Uwe Koschinat, es gibt vielleicht Trainer, die eine andere Ballbesitzphilosophie haben, die ein bisschen attraktiver spielen. Aber ich bin zu 100% davon überzeugt, letztes Jahr haben wir einen langen Zeitraum herausragend performt. Die ersten 12 Spiele waren 24 Punkte. Zur Wahrheit gehört danach ein Schnitt von 1,3. Eine extreme Veränderungsnotwendigkeit, weil Spieler verkauft wurden bzw. gehen konnten. Es war eine extreme Veränderungsnotwendigkeit da. Und Dieter Ferner hatte einfach Angst vor dem Absturz und sagte, ich brauche jemanden, der Stabilität in diese Gruppe bringt. Wir haben letztes Jahr bis zum 32. Spieltag an den Aufstieg gespielt. Nicht immer schön, aber nie auseinander, vor allem stark als Gruppe. Wir haben in den ersten 8 Spielen kein einziges Spiel verloren. Das gibt der Mannschaft unheimlich Halt. Es hat zu sehr, sehr positiven Effekten geführt.
Und mit Sicherheit haben wir aber jetzt im Grunde genommen mit dem Bayreuth-Spiel eine veränderte Stimmungslage. Wenn sich personelle Dinge verändern, dann musst du dich auch als Mannschaft, als gesamte Gruppe erstmal darauf einstellen. Und trotzdem ziehen wir enge Spiele, sind oben dabei, können mit einem Sieg wieder auf einen attraktiven Platz springen. Deswegen gebe ich dir inhaltlich recht und trotzdem verteidige ich die Mannschaft und die Art, wie wir auftreten. Und für mich ist das, wenn ich Fan wäre, so mehr Stolz als Pein. Pusch, was sagst du denn dazu? Du hast ja eben ein bisschen Pause gehabt, dann kannst du jetzt mal kommentieren, was du von den Ausführungen von Uwe hältst. Also ich sag mal insgesamt, Uwe, du sprichst ja immer, sag ich mal, von einem Schnitt, sag ich mal, von 2 Punkten pro Spiel. Wenn ich jetzt die letzten 7 Spiele betrachte, isoliert, sind wir da relativ weit davon weg, sag ich mal ganz einfach. Die nächsten Auswärtsspiele sind in Mannheim, in Dresden, in München. Wir müssen unbedingt in die Spur kommen. Wie erwartest du, dass wir den 2-Punkte-Schnitt über die Hinrunde noch erreichen können? Ja, sehr, sehr schwierig. Logisch. Also, Gott, das Reiz dieser Liga, der 2 Punkte spielt, der spielt auf 74 und ist aufgestiegen. Das ist eben nicht wahr, dass ich in Erwartung dieser Mannschaft von einem 2-Punkte-Schnitt rede, sondern ich sage, wer 2 Punkte holt, steigt sicher auf. Und ich finde, das ist auch nicht fair. Ich habe vor der Saison gesagt, meine Zielsetzung ist es ganz klar, mit dieser Mannschaft über 60 Punkte zu kommen. Das sollte mit dieser Mannschaft drin sein, die nicht high-end zusammengestellt ist. Also müssen wir auch mal ehrlich sagen, ne? Die beiden Mittelstürmer von Dynamo Dresden sind unser Offensivetat. Und die stehen aktuell immer noch hinter uns und haben gerade in Bayreuth 1-1 gespielt. Ja, wo es am Ende hieß, ja, das 6-0, das hätte auch die Damenabteilung geschafft. Also ich finde, man muss dann auch immer nicht Aussagen verwechseln, beziehungsweise durcheinanderbringen. Ich bin davon überzeugt, mit 2 Punkten, die brauchst du wahrscheinlich, um Erster oder Zweiter zu werden, steigst du direkt auf. Aber unsere Zielsetzung als Gruppe war es ganz klar, über 60 Punkte zu kommen. Daran will ich mich messen lassen. Und dann ist es davon abhängig, zu welchem Zeitpunkt hast du die. Bist du hinten heraus dann tatsächlich in der Lage, um den Aufstieg mitzuspielen oder nicht? Da waren wir letztes Jahr sehr, sehr nah dran, sind mit Kaiserslautern völlig zusammengebrochen. Sonst wäre das letztes Jahr schon der Fall gewesen. Das wäre für mich ein Riesenerfolg gewesen, nach 59 Punkten im ersten Jahr etwas draufzusetzen. Das haben wir verpasst, das muss man so klar sagen, obwohl wir es in der Hand hatten. Und das ist für mich auch dieses Jahr der Maßstab. Mit dieser Mannschaft eine Vorgabe zu geben, da müssen wir uns an einen 2-Punkte-Schnitt orientieren. Das ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt. Dann vielleicht ganz kurze Nachfrage. War es vielleicht ein Fehler von anderen Vereinsoffiziellen, das Saisonziel auf die so offensiv auszugeben? Dürfte ich die Frage mal an den Rüdiger geben, denn er ist jetzt quasi die rechte Hand des Präsidenten und da gab es ja vor kurzem auch ein Treffen und so. Und vielleicht kannst du einfach mal zu den Saisonzielen was sagen. Denn offensichtlich gibt es ja dann eine Diskrepanz. Er sagt 60 Punkte und es wird viel von Aufstieg gesprochen. Ja, hallo erstmal. Ich glaube, Thema ist ja, dass die Erwartungshaltung hier im Verein sehr, sehr hoch ist. Dass im Grunde viele Themen, die auch angesprochen wurden von Fanseite, von Trainerseite, irgendwo nachzuvollziehen sind. Und trotzdem muss man einfach den Respekt vor der Liga einfach sehen haben, den Respekt vor den Gegnern auch haben und diese Vorgabe zu sagen, wir müssen aufsteigen als erster FC Saarbrücken ist halt total schwierig. Weil es sind einfach so viele Mannschaften, die nochmal einen höheren Etat haben, einen noch größeren Anlauf haben, die jetzt abgestiegen sind. Und muss man einfach sehen, in welcher Liga wir uns bewegen, dass sie, ja, ich glaube, die dritte Liga so ausgeglichen ist wie keine andere, dass es jeder Spieltag einfach auf Messers Schneide steht. Und ich glaube, das, was ich zu Beginn gesagt habe, dass man gucken muss, dass wir irgendwo Richtung April im Dunstkreis von Platz 2, Platz 3 sich bewegen, wo es vielleicht sogar 5. oder 6. ist, glaube ich, eine Maßgabe, wo sich jeder damit identifizieren muss, in dieser sehr, sehr starken Liga. Und da muss man einfach sehen, über einen Schlussspurt einfach das maximal Mögliche zu erreichen. Und alles andere zu planen, wir müssen aufsteigen, ist, glaube ich, vermessen und ist irgendwo nicht krass ausgedrückt, weg von der Realität, das stimmt nicht. Ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft, die total stabil spielt und ich glaube, kein Gegner
spielt gegen uns und sagt sich, boah, das wird jetzt heute ein leichtes Ding und da werden wir locker drüber gehen. Das ist, glaube ich, der Respekt ist groß von den Gegnern, definitiv. Und da muss man einfach dran ansetzen, so gucken, dass wir diese Punkte sammeln. Maximal mögliche Punkte natürlich. Und wir hätten gerne gestern gewonnen. Aber wirklich zu sagen, 30. Spieltag, im April ungefähr, zu sehen, dass wir irgendwo im Dunstkreis der schönen Plätze sind. Und dann gilt es einfach mit einer guten Serie am Ende zu sehen, was möglich ist. Willst du da noch was zu sagen? Ganz kurz. Dann schließe ich mal eine Frage an, die passt jetzt gerade dazu, an Sie, Herr Ziel. Einfach nur mit Ja oder Nein, nicht so wie Politiker, sondern Ja oder Nein. Sind Sie der Meinung, dass unsere jetzige Mannschaft den Aufstieg packen kann? Oder sind Sie der Meinung, dass es noch an dem einen oder anderen fehlt und man eigentlich vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube noch drehen muss? Das ist zwar schwierig, mit Ja oder Nein. Also ich wollte gerade sagen, so eine komplexe Fragestellung mit einfach nur mit Ja oder Nein zu beantworten, das ist schon sehr, sehr schwierig. Ich glaube einfach schon, in dieser Liga haben 10 Mannschaften den Anspruch aufzusteigen, haben die Qualität auch aufzusteigen und da sind wir eine davon. Gut, ich habe jetzt mal nachgerechnet heute Morgen ganz früh. Ich habe die Aufstiegsdurchschnittspunkte mal errechnet. Der dritte Platz zur Relegation. Im Schnitt waren das 1,78. Wir haben jetzt einen Schnitt bei 10 Spielen, das ist relativ einfach auszurechnen, von 1,7. Also völlig weit entfernt sind wir von dem Ziel nicht. Ist das Grund zur Zufriedenheit, wenn man sieht, dass man im Schnitt der Jahre eigentlich auf dem richtigen Kurs ist? Klaus, ich versuche das nochmal darzulegen. Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass wir aufgrund der Zeit, in der ich hier Trainer bin, keine Sekunde daran zweifeln müssen, dass diese Mannschaft alles dafür tut. Das ist eine Ehrentruppe. Nochmal, wenn du über 40 Spiele coachst und die Spiele immer eng sind, dann hat das doch einen Grund. Dann muss man so ehrlich sagen, wir haben eine so gute Mannschaft, eine so gute Mannschaft. Das lassen wir diesen psychologischen Faktor Kaiserslautern mal raus. Gegen alle anderen Mannschaften, wir immer in der Lage waren, egal in welcher Situation, Corona geplagt, 6 Punkte Abzug, wir sind nach 60 Menschen gefahren. Wir haben nicht gut gespielt, aber das Resultat war 91. Minute 1-1, wo andere 2-3-0 untergehen in so einer Situation. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir Spiele hatten wie Heimspiel gegen Rüdiger, Havelse und es hat nur zum 2-2 gereicht. Das ist doch mittlerweile, nach weit über 40 Spielen, die ich jetzt hier Trainer bin, ist das doch ein sehr, sehr klares Bild. Diese Mannschaft muss in allen Teilbereichen an ihr Maximum gehen, um Drittligaspiele zu gewinnen. Diese Mannschaft geht Woche für Woche an ihr Maximum, nicht immer wunderschön, aber sie geht an ihr Maximum, um das Optimum herauszuholen. Aber wenn Spiele eng sind, wenn du nicht mal sagen kannst, nach 60 Minuten wie in Bayreuth, jetzt steht es 4 oder 5-0, jetzt kannst du es locker runterspielen. Dann gehört eben zur Wahrheit, dass Spieler auch mal in eine andere Richtung kicken. Weißt du warum? Weil der Gegner immer eine gleiche Idee hat. Der will Fußballspieler auch gewinnen. Und da sind viele dabei, die wirklich auch irgendwo auf Augenhöhe mit uns agieren. Und deswegen bin ich total glücklich, diese Mannschaft trainieren zu können. Weil das ist eine Ehrentruppe. Die lutscht alles aus. Punkt Nummer 2. Und ich finde, das ist auch irgendwo mit zu berücksichtigen. Das finden alle am Anfang einer Saison immer super geil, aber dann in der Saison ist es überhaupt kein Wertspaßstab mehr. Mich haben so viele gerade Ultra-Fans angesprochen und haben gesagt, wir haben einen so hohen Identifikationscharakter mit dieser Truppe. Kein Verein hat so viele Spieler aus seiner eigenen Region, die natürlich alle ihre persönliche Historie haben.
teilweise sehr, sehr lange in der Regionalliga gespielt haben, aber für diesen Club stehen und diesen Club repräsentieren wollen. Und dann ist es aus meiner Sicht nicht die Lösung eines Trainers zu sagen, ja, die müssen wir ganz schnell alle entsorgen, damit wir möglichst schnell aufsteigen. Und ich finde, Identifikation, sich in einer Mannschaft wiederzufinden, das gehört doch auch dazu. Und dann immer alles nur auszumachen, einen Punkteschnitt für den Aufstieg, wir müssen es dieses Jahr schaffen, das war so nie formuliert. Weil dann hättest du doch ganz andere Konsequenzen ziehen müssen. Und ich nenne da mal ein krasses Beispiel. Der 1. FC Magdeburg ist letztes Jahr aufgestiegen. Weißt du, was die erste Maßnahme von Titz war? Der hat den verdienten Christian Beck rausgeworfen, weil er gesagt hat, tut mir leid, mit dir geht's nicht, Junge. So wollen wir so mit Spielern umgehen? Das sind natürlich grundlegend. Ich habe das noch nie getan. Ich respektiere die Vertragssituation, ich respektiere die Situation einzelner Spieler, die nicht in diesem hohen Umfang belastet werden können, weil sie ihre persönliche Historie haben, weil sie aber Verträge hier haben und weil sie unfassbar gern für diesen Verein spielen, weil sie alles dafür tun, um hier zu performen. Und warum man dann nicht ein bisschen mehr Einigkeit und Support irgendwo hinbekommt, das ist mir ein Rätsel. Das ist mir ehrlich ein Rätsel. Und nochmal, es wird immer so die Frage danach gestellt, ja, warum denn nicht so und so? Ja, weil die Mannschaft einfach in Phasen eines Spiels auch ihre Probleme hat. Nehmen wir mal das einfache Beispiel Luca Kerbe, wir sind hier unter uns. Ja, soll ich diesen fantastischen Jungen permanent damit konfrontieren, dass es vielleicht bessere Sechser gibt, wenn es darum geht, Diagonalbälle zu spielen, irgendwo Situationen spieltechnisch aufzulösen? Soll ich darüber permanent diskutieren, wenn es um Manu Zeitz geht? Nein, das sind doch Repräsentanten dieses Clubs. Und die muss ich doch in ihrer Art stark machen, um den Aufstieg zu spielen und trotzdem mit diesen Spielern. Und ich habe nie einen Zweifel an der Qualität dieser Spieler formuliert, wenn es darum geht, das maximale Ziel zu erreichen, aber innerhalb ihrer Qualitäten. Und deswegen war ich fest davon überzeugt, und so habe ich den Saarländer kennengelernt, dass er sich sehr, sehr mit dieser Region und mit Menschen, die diese Region repräsentieren, identifiziert. Und in der Art coache ich diese Mannschaft, in den Stärken der Spieler. Zeitzer ist ein Fighter. Also stärke ich ihn darin, ein Kämpfer zu sein. Aber du nimmst dann mit in Kauf, dass man eventuell eben einen Aufstieg in diesem Jahr nicht schafft. Ne? Nein, Klaus, kann ich dir auch sagen, warum. Das hat ja Rüdiger ausgeführt. Weil du nicht automatisch sagen kannst, das erste FC Saarbrücken, wenn du bei einem guten Spieler anrufst, dass der sofort seine Sachen packt und sagt, so, ich will für diesen Club spielen. Wir sind in einem harten Wettbewerb. Und wir sind nicht immer in allen Teilbereichen der Beste. Und trotzdem haben wir eine geile Mannschaft. Und ich kann mich in dieser Mannschaft total wiedererkennen. Weil ich weiß, die wird alles dafür geben, um dieses Ziel zu erreichen. Und am Ende ist es natürlich viel, viel leichter mit der totalen Unterstützung. Was mit der Unterstützung verstehe ich nicht, weil... Die ist großartig, natürlich, aber es wird ja, ne, es wird ja sehr, sehr viel, das sind nicht die Fans, aber es wird ja unheimlich viel negativ berichtet. Also wenn du die Chance hast, in die rechte oder linke Seite zu tendieren, dann sagt man eben gerne, aber eigentlich ist es ja irgendwo scheiße. Und ich sehe in dieser Saison noch nicht so viel Scheiße. Und dass das, weil ja, Rüdiger ist hier, natürlich ist das doch eine Situation, die auch eine Mannschaft nicht völlig unangefasst lässt. Und das ist eine Investition in die Zukunft des Vereins, sich noch besser aufzustellen. Kurzfristig ist es natürlich erstmal etwas, was die gewohnten Abläufe und den Fokus erstmal verändert. So ist es dann nicht normal, dass man auch mal in einer oder zwei Wochen irgendwo erstmal wieder auf der Suche nach sich ist. Und ich lasse trotzdem kein schlechtes Haar in dieser Mannschaft. Weil auch gestern war die bereit, alles rauszuschießen. Und ja, die Mittel haben nicht ausgereicht, um das Spiel 3-2 zu gewinnen. Aber die Mannschaft hat sich auch nicht gehen lassen. Die lässt sich wieder neu aufstellen, Halbzeitpause. Die geht mit einer unfassbaren Energie wieder raus. Die schenkt kein Spiel ab nach dem Motto, heute ist nicht unser Tag. Und ich finde, das ist auch ein Gut. Und das möchte ich mit dieser Mannschaft eben sehr, sehr stark in den Vordergrund stellen, weil ich weiß, das ist der Teilaspekt, der, wenn wir aufsteigen, der übergeordnete ist. Wenn der 1. FC Saarbrücken aufsteigt, dann, weil diese Truppe
einen geilen Charakter hat. Und nicht, weil sie zusammengekauft wurde mit überragenden Spielern, die in ihrer Einzelqualität die Liga so sehr dominieren, dass du eigentlich nur die PS so locker auf die Straße bringen musst. Und da kann jeder eine andere Meinung haben und sagen, nein, nein, die Mannschaft ist eigentlich so gut, die Einzelspieler sind so super, da muss jeder die Liga dominieren. Aber es gibt ja viele Trainingsgäste, die sehen, wie viele Spieler in der Woche individualisiert behandelt werden müssen. Du hast zwei Möglichkeiten. Du machst das nach bestem Wissen und Gewissen, mit jedem total persönlich, so dass er am Wochenende wirklich in seiner besten Verfassung ist. Oder du sagst, pass auf, Junge, für den Aufstieg reicht das nicht mehr weg, wir brauchen neue. Ist nicht meine Art. Okay. Ja, das war jetzt auch sehr ausführlich. Thomas, was sagst du dazu? Ja, ich kann das schon verstehen, dass der Trainer seine Mannschaft verteidigt. Das ist ja auch mit seiner Aufgabe. Ich sag mal so, dass sie immer alles geben. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass öfters mal so gerade die erste Halbzeit diesbezüglich öfter mal hapert und nach der Pause wird es besser. Das spricht ja dann auch für den Trainer, weil er dann in der Pause ja schon die richtigen Knöpfe dann zu drücken weiß. Beispiel ist ja das Spiel in Essen, wo die erste Halbzeit ja einfach eine, ich sag jetzt mal, Vollkatastrophe war. Was ich jetzt interessant finde, ist die Aussage, dass man immer auf die individuellen Stärken der Spieler geht und weniger versucht, sag ich mal, die Spieler in anderen Bereichen dann mehr auszulegen. Da passt eigentlich so eine Frage, die ich mir vorgenommen habe zu stellen, ganz gut. Was mir immer wieder auffällt ist, wir schießen fast nie aus der zweiten Reihe. Wir haben keine Tore oder kaum mal ein Tor außerhalb vom 16er und es wird auch sehr, sehr selten probiert. Und das habe ich gerade auch in Essen, wo ich bin ja normal auf der Haupttribüne, aber in Essen war ich bis dann hinterm Tor. Und das ist mir sehr oft aufgefallen, auch gerade in der zweiten Halbzeit. Du hattest eine wunderbare Schussposition und es wieder raus, wieder rüber. Das ist jetzt so meine Frage, ist das, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass der Trainer sagt, ist das nicht gewünscht oder sind das... Ist das jetzt, weil die Spieler haben die Schwäche oder ist das irgendwo, woran könnte sowas liegen, dass man einfach das nie versucht oder zu selten versucht? Und wenn mal ein Ball kommt, geht's häufig dann leider mehr in Richtung Field Goal als in Richtung aufs Tor. Das ist jetzt mit Sicherheit eine individuelle Geschichte. Also wenn einer aufs Tor schießt und trifft es nicht, ist es jetzt nicht so, dass ich dem sage, daneben schießen ist auch cool, das nicht. Aber tatsächlich, und auch das verteidige ich, ist es eine Frage der Spielanlage. Also ich kann das total nachvollziehen, dass man schon bestrebt sein sollte, aus aussichtsreichen Positionen aus der zweiten Reihe auch tatsächlich den Abschluss zu suchen. Ich orientiere mich als Trainer, ist vielleicht auch so eine Eigenheit, aber natürlich sehr, sehr stark grundsätzlich an Statistiken. Und da sieht ein Weitschuss oftmals sehr, sehr gut aus, aber rein statistisch hat er einen unglaublich geringen Erfolgsquotient. Das ist einfach so. Und es hat natürlich dann sehr, sehr stark etwas mit unserer Spielanlage zu tun. Also prinzipiell spiele ich unheimlich gern mit zwei torgefährlichen Spitzen im Strafraum. Und dann ist in der Priorität es schon so, dass wir uns, wenn wir uns dem gegnerischen Tor nähern, wir eher über Flankensituationen und Bälle in den Strafraum agieren, als den permanenten Versuch unternehmen, aus der zweiten Reihe zu schießen. Und ganz klar, es ist auch eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Also mir würde jetzt aus dem zentralen Mittelfeld vielleicht Richie Neudecker einfallen, der so diese Qualität hat, dann auch aus der zweiten Reihe tatsächlich abzuschließen mit Erfolg. Vielleicht, wenn Biada spielt, aber er hat eben noch nicht viel gespielt. Und ansonsten, also ihr seid mehr Saarländer als ich. Ich weiß nicht, ob ihr im Kopf habt, dass Manu Zeitzmann Tor geschossen hat. Also vom Strafraum mit einem Distanzschuss. Selten. Also es ist dann natürlich auch eine sehr, sehr individuelle Frage. Und meistens, wenn du eine relativ hohe Zahl an Fernschusstoren als Team verzeichnest, dann ist es eben echt oft so, dass du so einen Spezialisten hast, der das sehr, sehr häufig versucht und dann entsprechend auch Erfolg hat in Mannschaften. Das ist ganz klar, ne? Das ist eine schon individuelle Frage, aber auch eine taktische. Und da sage ich ganz klar, unsere Erfolgsaussichten, ein Tor zu schießen, sind in der Zusammenstellung der Mannschaft viel, viel größer, wenn wir die Außenpositionen durchdringen und den Ball in den Strafraum spielen. Weil wir einfach unheimlich gute Kopfballspieler haben, eigentlich egal in welcher Zusammensetzung. Aber Jakob, Kuni, Grimaldi, das sind eben Spieler, die brauchen Bälle im Strafraum. Und dann fallen normalerweise auch Tore.
und auch die Aussage, so mit erster, zweiter Halbzeit. Dann kommt immer sehr, sehr dieser Eindruck des einen Spiels in Essen durch. Also ich nenne mal unsere Heimspiele bis zum gestrigen Spiel, wo es total anders war, aber auch taktisch so gewollt. Das nehme ich dann auch auf meine Kappe. Waren die ersten 20 Minuten für die Gegner immer so erdrückend, dass wir eigentlich immer in Führung gehen müssen. Also Ferl, stellen wir direkt nach 15 Minuten zweimal frei vom Tor. Die haben nach 15 Minuten angefangen, auf Zeit zu spielen. Dortmund, da haben wir sogar den Torwart attackiert und diejenigen aus dem Ball ins leere Tor schießen nach 8 Minuten. Ich glaube, das war das beste Spiel, die besten ersten 20 Minuten, seitdem ich Trainer bin. Aue kam, wir haben keine guten Mittel gehabt, aber selbst in der ersten Halbzeit erfasst du überhaupt nicht über die Mittellinie. In Osnabrück gehen wir nach 5 Minuten in Führung. Also, weißt du, wenn wir dann über solche Dinge sprechen, dann finde ich, dann muss man eben auch den Gesamteindruck sehen. Und in Essen waren wir 45 Minuten grottenschlecht. Und auch das, finde ich, muss man als Trainer dann auch auf seine Kappe nehmen. Wir haben den Gegner sehr, sehr intensiv analysiert. Und wir haben die komplett anders erwartet. Ich war fest davon überzeugt, die geben uns sehr, sehr viel Raum. Wir werden ständig damit konfrontiert sein, den Ball selbst zu haben, das Spiel zu initiieren. Und gegen uns haben die nach einer längeren passiven Phase in den vorigen Spielen gepresst ohne Ende und wir haben scheiß Lösungen gehabt. Muss man ganz klar so sagen, wir haben unser Spiel in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gefunden. Es bedurfte einer Umstellung in der Halbzeitpause und vor allen Dingen auch Wechseln in der zweiten Halbzeit, um das Spiel zu verändern. Ich glaube, kein Fan wird sagen, dass das 1-1 nicht verdient gewesen wäre in der Endphase. Aber natürlich ist das für eine Spitzenmannschaft zu wenig, nur 20 Minuten gut zu spielen. Hundertprozentig. Aber ich finde, es war so ein Einzelbereich. Ansonsten haben wir gut losgelegt in vielen Spielen. Ich will sowas dazu sagen. Ich wollte ganz kurz noch eine Frage an den Uwe. Uwe, um nochmal zurückzukommen. Was hat dich... Das darf ich aber bei dir nicht vergessen. Wen hast du denn in der Dreierkette erwartet? Ich? Mhm. Frag mal in die Runde. Ich glaube, wir sind zu 80% dann der gleichen Meinung, wer in der Dreierkette, wen wir erwartet hätten. Ja? Ja, den Mike. Okay. Der war ja auch eigentlich vor... Das ist ja meine Frage. Warum hast du dich entschieden für den Manuel und nicht für den Mike? Erstens war der Mike ja vorgesehen, als er zu uns kam. Mhm. Ich glaube, wenn ich mich nicht alles täuscht, hast du das auch mal geäußert. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, dass der Mike, wenn er spielt, vorgesehen ist, zentral in der Dreierkette. So haben das aber, glaube ich, viele verstanden. So, und warum dann trotzdem den Manuel... Wobei der Manuel ja derjenige ist, der damals ja nach vielem Hickhack hin und her, wo ist er besser aufgehoben, auf der 4 oder auf der 6, dann letztendlich von der 4 wegkam und auf der 6 spielte. Und jetzt holt man ihn wieder zurück, obwohl er eine Zeit lang nicht auf der 4 gespielt hat. Und der Spieler Mike war eigentlich... da vorgesehen. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ja, kann ich tatsächlich, weil wir sind ja hier unter uns, auch ganz gut erklären. Es war so, dass ich tatsächlich Freitagmorgen, als ich morgens um 7 einen Anruf gekriegt habe, dass Uwe Ferro erkrankt ist, war mein erster Reflex, okay, jetzt können wir mit der Dreierkette nicht mehr spielen. Böder hat gerade mal 3 Trainingseinheiten in den Beinen, das hat einfach noch nicht gereicht. Becker hat dieses Jahr permanente körperliche Probleme, hat auch wieder nur 2 trainiert. Und mein erster Reflex war, okay, du stellst wieder um auf eine Viererkette und bringst einen zusätzlichen Mittelfeldspieler. Die Resonanz aus der Mannschaft, also gerade so Spieler wie Batz, haben geäußert, boah, das Training aus dieser Dreierformation gegen die Wahrscheinlichkeit, wie der Gegner spielt, hat so gut ausgesehen. Wir müssten jetzt wieder alles im Abschlusstraining umstellen. Es wäre besser im Sinne der Stabilität der Mannschaft, wir verändern es nicht. Und dann habe ich mich aus 2 Gründen für Manuel Zeitz entschieden. Der erste Grund ist, es war klar, dass mit Vermey, ein unfassbar kopfballstarker Spieler, auf vorderster Linie spielt. Und Manuel Zeitz ist zwar nicht so super groß gewachsen, aber ein sehr kopfballstarker Spieler dagegen. Da ging es mir eben darum, aus allen Positionen diesen Spieler
aus dem Spiel nehmen zu können in der Luft. Und der zweite Faktor war, dass ich aus der Saison unter Lukas Kwasniok wusste, dass die Kombination Zeitz als zentraler Spieler der Dreierkette gut funktioniert hat. Da sind zwei Spiele zu Null ausgegangen und wurden gewonnen. Das eine war das Heimspiel gegen Meppen, das andere war dieses Spiel in Ingolstadt, dass Ingolstadt noch aufsteigen konnte, 0-0. Und alle haben mir gespiegelt, der Zeitzer spielt das sehr, sehr routiniert, spielt das sehr, sehr sauber. Er kennt die Abläufe in der Dreierkette, er kennt die Leute, mögen sich. Und deswegen habe ich mich aus der Kombination heraus entschieden, ihn spielen zu lassen. Dazu kommt ein dritter Faktor, ich finde, den kann man ja auch mal erwähnen. Es war vorher schon klar kommuniziert, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Rizzotto keine 90 Minuten schafft. Und wir müssen ehrlicherweise aus der Vergangenheit heraus sagen, dass das bei Mike eben auch bisher der Fall war. Er hat wirklich auch schon gute Spiele gemacht, aber so wie in Essen nach 60, 65 Minuten immer einfach so der körperlichen Anforderungen Tribut gezollt. Und dann war meine Überlegung, mit zwei Spielern zu starten, die du mit hoher Wahrscheinlichkeit im Verlauf des Spiels auswechseln musst, ist ein bisschen viel. Und bei Rizzotto hat es einfach auf der Hand gelegen. Es war meine Entscheidung, mein Risiko, ihn von Anfang an bringen zu wollen. Aber es war auch klar, er hält das wahrscheinlich keine 90 Minuten durch. Trotzdem eine gute Entscheidung. Total. Ja, aber es war ja seine Entscheidung. Ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, Trainer, ich treibe mir das zu. Und dann finde ich, musst du einen Spieler, den du ja genau dafür geholt hast, auch stellen und nicht irgendwo drei Wochen verstecken. Das waren so die Gründe, warum dieser Spieler in der Kette. So, da ist noch der Kollege, du kannst ruhig reinkommen. Ja. Servus. Ja. Wo bleibt der Applaus, Freund? Ja, ich würde jetzt ganz gerne auch mal das Mikrofon vielleicht an euch geben, wenn also jemand eine Frage hier an die beiden hat. Wäre es jetzt mal so die Möglichkeit, das auch dann zu nutzen. Der Tobias hat ein sehr schönes Mikrofon mit dem richtigen Turbo drauf und würde es an jemanden, der sich jetzt meldet, weitergeben. Ich traue mich dann mal. Na, vor allem. Das anschaltet, oder? Nein, das läuft. Ja, hallo von meiner Seite. Ich hätte die Frage an den Uwe. Vor der Saison wurde ja immer kommuniziert, dass wir für bestimmte Positionen Unterschiedsspieler brauchen. Die haben wir auch verpflichtet. Ich kann aber jetzt bis auf das Spiel gestern nicht erkennen, dass die auch wirklich von Anfang an spielen. Gibt es da Gründe für? Ja, total. Also bei Biada liegt es auf der Hand. Der Spieler ist eben erst quasi mit dem ersten Spiel überhaupt spielfähig gewesen. Und hat dann Gott sei Dank eine lange Zeit gegen Düren im Testspiel spielen können. Insofern glaube ich, dass er sich so langsam auf seiner Bestform nähert und dementsprechend ganz klar ein Kandidat für die Startelf ist. Bei dem man aber bisher eben sagen muss, der hat nicht deswegen nicht auf dem Platz gestanden, weil ich irgendwo denke, dass es leistungsmäßig nicht passt, sondern weil er eben dauerhaft verletzt ist. Bei Tobias Schwede war es für mich eigentlich klar, dass er so der Favorit auf der linken Position ist. Aber da muss ich ehrlicherweise sagen, was Pius Kretschmer mit seiner Einwechslung gegen Elversberg geleistet hat, war für mich außergewöhnlich. Er hat danach wirklich ein starkes Spiel nach dem anderen gemacht, war für mich gegen Dortmund der stärkste Feldspieler, hat das 1:1 von dort vorbereitet. Und dann ist es eben manchmal so in so einem Positionskampf, dass ein anderer, der schon da war, einfach die Nase vorn hat. Richie Neudecker hat mit Sicherheit noch sehr, sehr viel Potenzial, aber ist unzweifelhaft ein Spieler, der uns definitiv besser macht. Und ja, dann sind wir noch bei Kasim Rabic. Und bei Kasim muss man ganz klar sagen, sind zwei Punkte aus meiner Sicht zu bewerten. Der eine ist, dass der Spieler bisher eben noch nie in so einer absoluten Drittligaspitzenmannschaft gespielt hat. Er hat für mich wirklich außergewöhnliche Fähigkeiten, wenn es darum geht, so in der Nähe des Strafraums Entscheidungen, gute Entscheidungen für die Mannschaft zu treffen. Er kann vorbereiten, er kann auch selbst abschließen, ist dort wirklich ein genialer Spieler. Aber man sieht jetzt, dass wenn das Spiel sehr, sehr intensiv ist, zwischen den Strafräumen aus meiner Sicht einfach noch sehr, sehr viel Bedarf da ist, den Spieler besser zu machen. Es ist schon so, dass der sehr, sehr hart daran arbeitet. Aber wenn ich das jetzt mit anderen Spielern vergleiche,
in unserem Kader, da hat er dort einfach noch Defizite. Und der zweite Punkt ist, dass Kasim natürlich ein bisschen darunter gelitten hat, dass ihm so dieser offensiv starke Außenverteidiger fehlt. Also es war so der Plan mit seinem Dominik Ernst und ihm auf einer Seite zu spielen, so ein Ernst, der permanent überholt, der permanent Druck macht, der tut so einem Außenbahnspieler einfach gut, der kein so ein Sprinter ist, sondern der so fußballerische Entscheidungen treffen muss. Und deswegen muss man einfach sagen, in den Heimspielen, dass Kasim zwar ein großes Bemühen auf den Platz gebracht hat, aber in Relation zu anderen sich einfach nicht so durchgesetzt hat. Und dann, ganz klar, landen wir am Ende im Grunde genommen jetzt in der Betrachtung Stand heute bei Richie Neudecker, von dem ich sage, der hat die Mannschaft nach Neudecker nach vorne gebracht. Ja. Dürfte ich dann eine Frage kurz nachschieben zu dem Thema? Kommen auf das Thema Kaderplanung nochmal zurück, sag ich mal ganz einfach. Wir haben aus meiner Sicht sehr viele zentrale Mittelfeldspieler, Espirada, Neudecker, Kerber, Zeitz, aber auf der Außenbahn fehlt es meiner Meinung nach irgendwo. Günther Schmidt spielt oft dort, ist aber auch kein klassischer Außenbahnspieler, ist da irgendwo ein Fehler gemacht worden, ist das vergessen worden, oder woran liegt das? Nein, vergessen werden nicht, aber es war schon so, dass ich davon überzeugt war, dass Spieler wie Günther Schmidt oder Rabic, Schwede, der ja auch oftmals die linke offensive Seite gespielt hat, dass die eine unheimliche Stärke auf dieser Position mitbringen. Ich habe gerade Günni eben sehr, sehr gerne auf der linken offensiven Position auf dem Platz, weil er zusätzlich eben immer noch so dieses torgefährliche Momentum mit auf den Platz bringt. Also wir haben mit ihm Jakob, Grimaldi, Kuni, also je nachdem wer spielt, Biada, eine sehr, sehr hohe Zahl an Spielern auf dem Platz, die für eine gewisse Torquote stehen. Es war aber auch klar, dass aus der Spielsystematik heraus, so wie sie sich letztes Jahr auch ergeben hat, sehr, sehr selten so diese ganz klassischen Flügelspieler überhaupt auf dem Platz gestanden haben. Also eher, das haben wir auch dieses Jahr sehr häufig umgesetzt, eher so eine Spielsystematik, die zentrumslastig sehr stabil ist, häufig mit Dreierkette, wo du die Außenposition sowieso nur einfach besetzt hast, wenn du dann eben eine sehr hohe Zahl an ganz klassischen Außenstürmern im Kader hast. Aber spielst diese Spielsystematik selten, dann macht das eben auch wenig Sinn. Also etwas stärker so auf diese Flexibilität auf den vorderen Positionen gesetzt. Und zur Wahrheit gehört auch, ich glaube, das darf man hier im Raum noch sagen. Ich habe einfach 3 Absagen von Spielern bekommen, die genau so diese Idee umgesetzt hätten. Enorme Geschwindigkeit, klare Flügelspieler und die uns auch besser gemacht hätten. Und dann war es so, dass wir mit anderen Spielern gesprochen haben, von denen wir dann als Gruppe einfach nicht wirklich überzeugt waren, dass sie uns weiterbringen. Nur noch ganz kurz was. Angenommen, alle Spieler wären fit. Welches System würdest du vorziehen bei dieser Mannschaft? Was schwebt dir vor? Was würdest du am liebsten spielen, angenommen alle wären fit? Zu welchem System würdest du tendieren? Wenn alle fit wären und ich hätte wirklich die Wahl, also sehr theoretisch alle wären in einer Top-Verfassung, würde ich mit dieser Mannschaft am liebsten 3-5-2 spielen. Aha. Also eine stabile, körperlich starke, aufbaustarke Dreierkette, 2 läuferisch, aber auch kreativ starke Spieler im Zentrum, die Flügel mit unseren starken Läufern, Schwede, Rizzuto, Ernst, einfach besetzt und dann 3 torgefährliche Spieler, die sich untereinander ergänzen, von denen 2 eigentlich immer klassische Stürmer sind. Das heißt aber auch im Umkehrschluss wahrscheinlich, dass, um nochmal zurückzukommen auf den Rabihic, sobald wir eine Dreierkette spielen, kommt der Rabihic ganz selten in Frage oder kaum in Frage, der er ja kaum ein Schienenspieler ist. Er ist kein Schienenspieler, aber er ist gelernter Zehner. Also er hat diese Position viel, viel häufiger gespielt als die Außenposition. Das ist er eigentlich erst geworden in Fall. Sowohl bei Türkgücü hat er in dieser Aufstiegssaison die Zehnerposition gespielt, in Essen sogar eine etwas zurückgezogene Mittelfeldposition, die sehe ich bei ihm nicht so, ist dann in Essen für ihn noch nicht so gut gelaufen und deswegen hat mich eben so die Flexibilität bei ihm gereizt. Und natürlich ist es so, der Spieler, das sieht man jetzt anhand seines Statuses, ist schon ein Spieler für besondere Momente, aber er steht natürlich in einer sehr, sehr großen Konkurrenz zu anderen sehr guten Spielern. Also bei ihm würde ich auch sagen, er hebt sich als Transfer von anderen nicht so brutal ab, dass du sagst, der muss zweifelsfrei, so wie jetzt vielleicht Neudecker, automatisch spielen. Ja.
Gut, dann zu allerletzt noch mal was, würde mich mal interessieren. Wenn du einen Kader zusammenstellst vor der Runde, gibst du ein bestimmtes System vor und nimmst dir dann diese Neuzugänge oder nimmst du Neuzugänge und legst danach dein System aus? Bis jetzt war es für mich immer so, dass ich eine Vorgabe im System hatte und danach Spieler verpflichtet habe. Aus meiner Sicht in Saarbrücken gibt es die gesamte Kadersituation so nicht her. Weil wir uns eher dadurch ausgezeichnet haben in der Vergangenheit, dass wir über eine sehr, sehr hohe Flexibilität gekommen sind, dass wir immer eine gute Idee entwickelt haben gegen den Gegner, dass gerade auch Umstellungen sehr, sehr viel Erfolg gebracht haben. Und deswegen, weil dieser Kader nicht so homogen ist, dass du sagst, auf allen Positionen hast du eigentlich Spielertypen, die nur so diese eine Sache repräsentieren, sondern es sind sehr, sehr flexible Spieler, die aber dann auf der anderen Seite auch wieder in anderen Ideen, Spielideen sich vielleicht nicht so wohlfühlen. Und deswegen ging es mir darum, in diesem Jahr wirklich eine maximal hohe Flexibilität zu haben. Und nicht auf jeder Position zwei klare Konkurrenten, die um eine Position kämpfen, sondern eher Spielertypen, die eben auch in unterschiedlichen Systemen sich tatsächlich wohlfühlen, mit einer gewissen Flexibilität eben auch ausgestattet sind. Das war in diesem Jahr die Kaderplanungsidee. Aber auch dort muss man eben sagen, das ist jetzt eine Frage an mich. Das ist ja nichts, was ich isoliert betreibe. Genau, vielleicht kann der Rüdiger noch ein bisschen was zu der Thematik Vertragsgespräche und auch welche Spieler man denn jetzt mitnehmen möchte in der nächsten Saison, für die nächste Saison und wo man jetzt schon erkennen kann, dass da noch Handlungsbedarf ist. Ich glaube, das ist ein großes Thema, weil viele Verträge auslaufen und trotzdem maße ich mir nicht an, jetzt nach 2-3 Wochen da finale Urteile zu treffen. Ich glaube, es ist wirklich ein großes Thema, weil der Kader von seiner Altersstruktur einfach schon am oberen Limit ist. Ich glaube, wir hatten auch schon mal das Gespräch darüber, dass, glaube, dieser Kader vor 2 Jahren wäre überragend. So ist einfach das Thema, dass man viele individuell einfach auch über die Woche begleiten muss. Kann sie trainieren, kann sie nicht trainieren. Und was ich da sehe, ist einfach, wird es richtig gut umgesetzt, einfach vom Trainer, von der Athletikabteilung, dass man die maximale Anzahl an Spielern auch fürs Wochenende zur Verfügung hat und dann auch wirklich auf 100%. Das wird Thema sein im Austausch mit Uwe, das wird auch Thema sein im Austausch mit Jürgen auch, wie wir da vorgehen, aber da ist jetzt noch nichts final irgendwo entschieden. Das wäre auch zum jetzigen Zeitpunkt deutlich zu früh. Ich hatte mit einzelnen Spielern auch die Gespräche, wo es eher darum ging, sich gegenseitig kennenzulernen, wo man sich ausgetauscht hat. Ich glaube, da ist auch bei vielen Spielern auch ein Verständnis, dass das jetzt nicht im Oktober final entschieden wird, weil es schon ein sehr, sehr früher Zeitpunkt ist. Also, es gab einfach in dem Gespräch auch Themen, wo es bei manchen am vorletzten Spieltag eine Entscheidung gab, ja oder nein. Das wollen wir nicht. Ja. Wir wollen da schon vorher mit einer Strategie rangehen, aber das muss schon klar abgestimmt sein und da brauchen wir einfach noch Zeit. Es ist ja auch noch eine sehr lange Winterpause in diesem Jahr und es gibt ja auch Verletzungssorgen. Wolltest du vielleicht in Sachen Personal nochmal eine Frage stellen? Also, ich werde ja jetzt rein Interesse haben, er wird es wahrscheinlich nicht sagen, der Uwe, aber du hast 3 Absagen bekommen, verrätst du uns wer? Nein, kannst du noch sagen, oder? Jalen, oder? Ja, Jalen Hawkins, muss man aber ehrlicherweise sagen, das waren immer so Theoriegespräche. Ja, der Spieler hat gesagt, er hat sich in Saarbrücken bei den Menschen im Team unheimlich wohlgefühlt. Aber da war ja nur ein Fakt, dass er einen bestehenden Vertrag in Ingolstadt hat. Und dann gingen die Gespräche eigentlich immer so nach dem Motto, pass auf, ich würde gerne weiter mit dir zusammenarbeiten als Trainer. Ich würde auch wahnsinnig gerne für Saarbrücken spielen, Ingolstadt. Ja, aber du bist bei uns und du bleibst bei uns. Und damit haben sie natürlich ganz, ganz viele Ideen einfach auch erledigt, ne? Weil du hast nicht das Zepter in der Hand. Ja. Fehlen noch
Das wäre noch. Einen hast du mir in den Mund gelegt. Nein, den, den du jetzt gerade genannt hast, da brauchst du nicht sprechen. Nein. Ich dachte, weil, ja, war ja auch oft im Gespräch. Ich habe mich für einen Ex-Spieler von Rüdiger interessiert. Er hat dann auch relativ schnell gesagt, nein, das war nicht Kearns Frost. Er hat sich dann auch sehr früh auf zwei Vereine festgelegt und gesagt, zwischen den beiden wähle ich. Ist der denn auch mit Ding, ja? Ja, und dann haben wir, finde ich, mit Kuni aber eine interessante Alternative gefunden, die ich schon länger auf dem Zettel hatte. Ich hau jetzt mal einfach raus. Also ich, wir haben sehr, sehr früh Kontakt gehabt zu einem Außenverteidiger Meier, der jetzt in Dresden spielt. Und er hat ein Rieseninteresse gehabt, für Saarbrücken zu spielen. Wirklich, das waren ganz tolle Gespräche. Und dann kam Dynamo Dresden dazwischen und hat der Spieler nachvollziehbarweise gesagt, mit dem bin ich schon mal aufgestiegen, da habe ich gute Erfahrungen gesammelt und mein nächster Schritt ist ein wichtiger, weil das Zweitliga-Engagement in Rostock ist nicht ganz so befriedigend gelaufen. Er hat zwar viele Spiele gemacht, aber es hat dann eben nicht zu einem weiteren Vertrag gereicht und deswegen hat der Spieler aus total nachvollziehbaren Gründen gesagt, dann gehe ich jetzt einfach dahin, wo ich mich schon mal sehr wohl gefühlt habe, wo es sportlich gut gelaufen ist. Ne? Aber das war jetzt ein Spieler, der hätte auch unheimlich gerne für uns gespielt. Okay, das war ja. Jetzt habe ich meine Insider ausgepackt. Ich hoffe, das wäre nicht. Ganz kurz. Aber einfach um Ideen zu haben, so eine Vorstellung, wie läuft das dann manchmal ab? Und es ist ja auch in Ordnung so. Ganz kurz. Auch weil Zitu auch genannt hat, Spieler, den ich in Harvard hatte, Finn Lakenmacher, mit dem ich sehr, sehr eng einfach war, weil der ist relativ unbedarft irgendwo Profifußball reingegangen ist, keinen Berater hatte, der mich da immer involviert hatte, wo ich auch mit Uwe auch schon im Austausch war, auch nochmal zu erläutern, dass jetzt, dass man so einfach in einem extremen Konkurrenzkampf einfach steht in der dritten Liga. Und es war dann ein Spieler, der hatte wahrscheinlich von wirklich allen ambitionierten Drittligisten Angebote oder Anfragen zumindest und hat sich dann ausgewählt, okay, ich treffe mich jetzt nur mal mit zwei oder drei und da war Saarbrücken auch schon mal nicht dabei. Also deswegen einfach nochmal zu erläutern, in welchem Konkurrenzkampf man auch um die guten Spieler steht. Und es ist einfach da total schwierig und entsprechend auch in Relation zu setzen, wie die Ausgangslage oder wie die Lage jetzt auch ist in der Tabelle. Es spiegelt sich auch in diesen Gesprächen auch wieder, zu sagen, hat man die Möglichkeit, Spieler zu kriegen, ja oder nein? Uwe, würde denn beispielsweise ein AUVD zu dir passen? Oder habe ich den falsch ausgesprochen von Meppen? Nein, ganz sicher nicht. Aber das ist jetzt auch ein Spieler, bei dem man ganz klar sagen muss, der ist dort, wo er jetzt seinen nächsten Schritt gemacht hat, ja genau richtig aufgehoben. Und ich finde, jetzt kann ich dich auch mal anmachen und sagen, wenn dieser Spieler zum 1. FC Saarbrücken kommt und wir reden alle vom Zielaufstieg, dann musst du dir ja sicher sein, dass wenn du diesem Spieler in einem schon sowieso gut besetzten Kader einen Platz gibst, dass er den Sprung von einem relativ normalen Regionalligaspieler, jung, noch sehr, sehr unbedarft, auch tatsächlich schafft, direkt zum 1. FC Saarbrücken, mit der klaren Ambition, vom ersten Spieltag, vom ersten Anpfiff, daran gemessen zu werden, aufzusteigen. Und dann musst du dir als Trainer in dieser Zielsetzung mir die Frage stellen, wann kann ich diesem Spieler gerecht werden? Wann kann ich ihm tatsächlich eine Chance geben? Wie viele dieser Spieler kannst du dir in einer Kaderplanung tatsächlich leisten? Und ich finde, das ist ein hervorragendes Beispiel für jemanden, bei dem du nicht automatisch aufgrund seiner Vita sagen kannst, er ist ja glasklar, dass das ein Spitzenspieler in der dritten Liga wird. Nein, es war total klar, dass dieser Spieler den nächsten Schritt aus der Regionalliga in die dritte Liga gehen wird, aber eben bei einem Verein, wo er auch tatsächlich die Möglichkeit bekommt, sich zu zeigen und vielleicht auch mal zwei oder drei schlechte Spiele zu machen, auch mal Anpassungen mitzunehmen. Und das sieht man ja anhand der Ergebnisse der Netten, ne? Also da sind gute Spiele dabei, da sind eben nochmal Spiele dabei, dann musst du einfach sagen, da laufen die von der ersten bis zur letzten Minute der Musik hinterher und dann läuft auch dieser Spieler von der ersten bis zur letzten Minute der Musik hinterher.
Und deswegen so die Frage, Zielsetzung, aktuelle Kaderkonstellation, wie sehr kannst du Söhnen und Jungen gerecht werden? Und da war ich mir zum Beispiel bei Kuni zu 100% sicher. Weil wir haben mit Jakob und Grimaldi zwei ausgesprochene Topspieler der dritten Liga auf vorderster Ebene. Also kannst du einen jungen dritten Mann super dazu nehmen, weil du weißt, auf der Position bist du gut besetzt. An Kuni hängt jetzt nicht die ganze Saison. Der hat Zeit, sich auch entsprechend zu entwickeln. Und du wirst den richtigen Zeitpunkt finden, um ihn zu bringen. Aber du bist nicht in deinem Saisonziel komplett von so einem Jungen abhängig. Darauf kannst du keine Mannschaft fußen, die oben rum mitspielt. Wird man denn speziell Juni betreffend diesbezüglich rechtzeitig Gespräche führen? Denn er ist ja nur ausgeliehen und je früher man nachfragt, ist vielleicht besser, bevor andere dann auf dem Plan stehen. Ja, jetzt ging es ja erstmal darum, dieses Gespräch hatte ich in der vorletzten Woche mit ihm, also nach dem Essensspiel, als auch mal ein bisschen Ruhe war, auch mal zu fragen, Junge, wie fühlst du dich hier, wie bist du angekommen? Und für den Spieler, glaube ich, ist es diesbezüglich noch viel zu früh, eine Zukunftsentscheidung zu treffen. Denn eins ist aber auch klar, wenn der auf einmal performt, so wie er es in Groß-Asbach in der Regionalliga getan hat und geht aus der Saison zweistellig heraus, dann wird er natürlich wieder die Ambition haben, mindestens in der zweiten Liga zu spielen. Das hat er letztes Jahr in Paderborn schon versucht. Und ich finde, deswegen ist es als Trainer immer erstmal wichtig zu erfahren, fühlst du dich hier auch tatsächlich wohl? Fühlst du dich gut angenommen? Ist in der Zusammenarbeit alles in Ordnung? Und wenn dann so ein Spieler mal angekommen ist und bejaht das, dann glaube ich, wird Rüdiger den nächsten Schritt gehen können. Aber auch dort haben wir am Ende andere so ein bisschen den Finger drauf. Ne? Ja. Logisch. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil von Leihspielern. Auf der einen Seite bekommst du die sehr häufig, kannst du entwickeln zu einem vertretbaren Kurs. Auf der anderen Seite, jetzt auch wie bei Jalen, ist es eben oft so, du sorgst dafür, dass der Spieler irgendwo gut performt, sich ins Schaufenster stellt und dann muss er leider wieder weg, ja. Oder jetzt bei Minos Kouros war das Beispiel ja ähnlich. Gutes erstes Jahr, ein fantastischer Start ins zweite Jahr und dann stellt sich relativ früh heraus, der Spieler wird jetzt definitiv den nächsten Schritt gehen und du hast eigentlich gar nicht mehr so die richtige Chance. Ja. Gut, ja, meine Frage wäre noch an den Rüdiger, wie wollt ihr das denn in Zukunft angehen mit den Spielerverpflichtungen? Oder du kannst ja vielleicht an dem Beispiel Rizzuto auch festmachen. Es war ja vorher immer ein bisschen so hatten wir das zumindest wahrgenommen, dass der Uwe letztlich gesagt hat, okay, den hätte ich gerne. Und dass dann eben der Sportdirektor gesagt hat, okay, ich gucke, dass ich das hinbekomme. Wie läuft das jetzt? Hast du auch eigene Ideen, die du jetzt als Manager, als, sagen wir, der für den kompletten sportlichen Bereich zuständige, dann umsetzen möchtest und dann auch diese Vorschläge einbringst in das Team? Ich glaube, wichtig, so wie es jetzt auch beim Fall Netsupo war, dass da irgendwo eine Meinung auch vorherrscht. Also, dass man da irgendwo im Austausch ist, es besteht jetzt akut Bedarf und es war in dem Fall jetzt einfach so, weil Dodo Ernst länger ausfällt. Jetzt, heute hat er sich schon wieder relativ gut bewegt auch, aber trotzdem wird er einfach seine 5-6 Wochen brauchen. Und da war einfach für uns klar im Austausch. Und deswegen bin ich schon sehr, sehr oft beim Training oder vor dem Training schon in der Trainerkabine, dass ich einfach viele Themen einfach mitbekomme und wir das dann einfach diskutieren können. Klar ist auch, die Idee zu haben, Spieler irgendwo zu beobachten, zu gucken, was könnte irgendwo sinnvoll sein für die Zukunft und das dann auch gemeinschaftlich zu entscheiden. Weil am Ende bringt es ja nichts, nur einen Spieler zu holen von meiner Seite, den ich richtig geil finde. Und der Trainer sagt, na geht so. Aber am Ende muss das irgendwo eine gemeinschaftliche Meinung da sein mit diesen Buginger zusammen. Und ich glaube, es ist da einfach ganz gut, dass man sich zu dritt da wirklich intensiv austauschen kann und da einfach diskutieren muss, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und da sind wir mit Sicherheit jetzt auch dran, Jürgen, und nicht einfach zu gucken, Scouting-Abteilung existiert quasi nicht, dass wir das beide einfach abdecken, auch mit dem Wissen aus der Vergangenheit von Uwe, einfach den Markt zu kennen, aber auch Spieler, glaube ich, was interessant ist, die vielleicht hier in der Nähe auch in der U23 spielen, bei Hoffenheim oder Mainz, und man sehen muss, dass man den Kader vielleicht irgendwann noch verjüngt.
irgendwelche Talente dazu bekommen kann, dass man einfach da vorbereitet ist, weil am Ende muss man auch sagen, nicht jedem Spieler, dem wir vielleicht ein Angebot machen, ob jetzt im Dezember, im März oder dann vielleicht im Mai, sagt dann hier vom FC Saarbrücken, jawohl, ich will auch unbedingt hier bleiben. Wer sagt mir, dass wir jedem Spieler, dem wir ein Angebot machen, der von der aktuellen Mannschaft sagt, jawohl, klar, mache ich. Und da müssen wir einfach zusammen vorbereitet sein und entsprechend auch Spieler in der Hinterhand haben, dann zu sagen, das könnte jetzt auch passen für die Art und Weise, wie wir spielen wollen, für die Zielsetzung, die wir dann auch in Zukunft haben. Dürfte ich dann noch ganz kurz eine Frage an den Rüdiger nachschießen, die auch mit Ja oder Nein beantworten kann? Ich bitte kurze Frage. Ja. Wird es nächste Saison, dein Vertrag läuft länger, gehe ich davon aus, noch die Konstellation geben, Manager Rüdiger Ziel, Sportdirektor, wer auch immer, und Trainer, wer auch immer, oder wird deine Position wegfallen? Es wird ein... Weil ein bisschen zu kompliziert. Gibt es noch einen Sportdirektor nächste Saison? Ich glaube ja. Sehr gut. So, jetzt könnte nochmal das Plenum sozusagen eingreifen. Möchte jemand noch eine Frage stellen? Der Tobi schwingt schon mit dem... Hallo, meine Frage geht an den Uwe. Zum einen möchte ich vorschieben, viele kritisieren ja den Trainer über die Spielweise. Ich habe eher den Eindruck, da ich ja ab zu meinem Abschlusstraining bin, dass die Mannschaft es nicht so umsetzt, wie du es vielleicht gerne hättest. Und deine Bewegung an der Linie zeigen mir dann ja deutlich, wann du zufrieden bist und wann nicht. Meine Frage geht dahin, die Pässe von hinten raus nach vorne. Ich sage, ein langer Ball ist dann gut, wenn er ankommt. Wenn Kimalle gekriegt und runterholt, ist das super. Ist im Moment nicht da. Gestern wurden auch zwei, drei lange Bälle gespielt, die angekommen sind. Ist ja dann in Ordnung. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass hinten in der Abwehr schon man Angst hat zu spielen. Angst ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vielleicht lieber einen anderen Weg wählt. Ich habe jetzt die letzten Spiele bei Steven Zellner öfter gesehen, dass er den Ball hat, vorne startet einer, er spielt dann noch einen, um an die Mittellinie zu kommen und dann zu flanken oder den Ball zu spielen. Wenn er dann beim Gegner kommt, muss er Sprint nach hinten machen. Da fehlt mir einfach die Schnelligkeit. Ich habe auch gestern gesehen, da stehen Leute außen frei, der Ball kommt da nicht hin, wird nochmal rübergespielt. Bis er dann hinkommt, ist die Abwehr sortiert. Wie kann man das angehen? Siehst du das ähnlich? Oder was mir auch aufgefallen ist gestern, Gott sei Dank nicht, ist der Abschlag von Batz, wo da links und rechts einer steht und dann wird 5 bis 10 Sekunden gewartet, dann macht er nach vorne und macht dann den weiten Abschlag. Und in 5 bis 10 Sekunden hat sich natürlich jede Abwehr der Welt, wenn sie noch so langsam ist, sortiert da hinten. Habe ich gestern Gott sei Dank nicht mehr gesehen, vielleicht sehe ich es hoffentlich nie mehr. Ja, das sind einfach alles Dinge, die unser Spiel langsam machen. Und in dieser dritten Liga ist es einfach so, wenn man schnell spielt, sind die Abwehr alle überfordert. Ja. Ich habe die Frage nicht verstanden. Ich glaube, wie das auch so sieht, dass man wie das machen kann, dass der Ball vielleicht hinten raus schon mal schneller kommt und dieses lange brauchen, bis der Ball spielt. Und noch dazu vielleicht, viele Bälle, die dann gespielt werden, gehen ins Tor aus, kommen viel zu fest. Ist auch letztes Jahr gewesen und dieses Jahr auch, nehme ich gerade so oft wie letztes Jahr, aber immer noch in dem Spiel ein, zwei Mal. Ja, also ich kann echt zusammenfassen, dass wir in vielen Phasen unsere Spielanlage insofern auch nicht gefällt, als dass tatsächlich wir es noch nicht geschafft haben. Das war ja so ursprünglich mal mein großes Ziel, so diesen permanenten Wechsel aus so einer strukturierten Form von hinten heraus und dann aber auch immer wieder schnell im Spiel nach vorne tatsächlich in so eine Harmonie zu bringen. Es gibt immer mal Phasen, wo das sehr, sehr gut funktioniert, aber wir sind echt noch nicht in der Lage, das über 90 Minuten hinzubekommen. Eine ganz klare Erklärung von mir ist tatsächlich, dass wir gezwungenermaßen aufgrund vieler Verletzungen permanent gezwungen sind, andere Spieler auf die Position zu stellen. Teilweise keine Positionsspezialisten, also nehmen wir die rechte Verteidigerposition, die war in Essen
jetzt nicht was die individuelle Qualität angeht, sondern was wirklich so das Anbietverhalten angeht, unter dem Stress, den der Gegner provoziert hat, eine total andere Art, dann einfach nicht angepasst. Ich glaube, das ist tatsächlich unser größtes Problem, jedenfalls ist das meine Analyse, dass wenn ein Gegner nahezu so spielt, wie wir es vorbereiten, und wenn wir es im Training dann explizit durchspielen können, sehr, sehr gut aussieht. Und sobald der Gegner aber doch anders reagiert und wir eher so auf individuelle, flexible Lösungen angewiesen sind, wir sehr, sehr schnell eher in so ein vereinfachtes Muster verfallen, was mir nicht immer recht ist. Aber trotz alledem akzeptiere ich natürlich diese Form, weil ich ja prinzipiell schon mal ein Trainer bin, der nicht so sehr das Risiko auf der ersten Aufbaulinie sucht, sondern das für mich eigentlich immer nur Mittel zum Zweck ist, um meinen Gegner zu locken und das Spiel dann zu beschleunigen. Ganz klar. Also da weiß ich auch, für was ich stehe. Ich bin kein Trainer, der definitiv und zwingend eine gewisse Zahl an flachen Pässen aus der Abwehrreihe vorgibt, um zu sagen, wir müssen das permanent durchziehen. Das ist nicht meine Art von Fußball. Es ist auch so, dass ich in dieser Art des Fußballs im Coaching keine so großen Qualitäten habe, weil ich fest davon überzeugt bin, dass andere Formen ihre Berechtigung haben und für diese Mannschaft und meine Art, für die ich stehen möchte, einfach viel besser geeignet sind. Ja. Und trotzdem war es gestern ein Versuch und er hat aus meiner Sicht über einen guten Zeitraum auch sehr ordentlich ausgesehen, weil wir ganz andere Spielertypen, wie beispielsweise Kahle auf der rechten Außenverteidigerposition hatten. Die kannst du unheimlich gut in den Fuß anspielen, die finden immer wieder Lösungen. Und dann, das habe ich ja anfangs gesagt, hat man nach dem 0-1 auf einmal gemerkt, das menschelt. Also jeder hat erstmal mit sich zu tun, ist in diesem Fehlervermeidungsmodus. Und das muss man dann natürlich auch analysieren und dann die richtigen Lösungen finden als Trainer. Und die können ja nur in zwei Richtungen gehen. Entweder du sagst, das ist aber heute unser Prinzip und wenn wir damit untergehen, wir ziehen es trotzdem durch. Oder du suchst nach Alternativen, über Wechsel, über eine veränderte Form, über eine andere Art, um dann wieder zurück ins Spiel zu kommen. Gestern hat es in der Halbzeit, finde ich, ganz gut funktioniert, aber klappt eben auch nicht immer. Und oftmals brauchst du als Trainer dann logischerweise eine Pause, ne? Oder eben Auswechslung, um das Ganze zu verändern. Na klar, innerhalb des Spiels so etwas zu coachen, ist nicht leicht. Und weil du eben so meine Aktivität draußen angesprochen hast, aber für eins will ich als Trainer immer stehen. Ich will nie nach Hause gehen und abends in den Spiegel schauen und sagen, hey, heute hast du von draußen aber nicht alles versucht. Und das, finde ich, macht diese Mannschaft sehr, sehr gut mit. Die lässt sich sehr antreiben. Das ist eine Mannschaft, die manchmal aus dem Nichts heraus zurückkommt und in schier unmöglichen Situationen trotzdem noch eine Antwort findet. Und da nützt es dir wenig als Trainer, wenn du das von außen signalisierst, aber keine Mannschaft hast, die daran glaubt. Und deswegen nochmal stehe ich zu dieser Truppe. Weil ich eins weiß, die will auch nach Hause gehen mit dem sicheren Gefühl, wir haben aber wirklich alles in die Waagschale geworfen. Und ich finde, das untermauern die Ergebnisse. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir ganz oft erst spät Tore schießen, über Wechseltore schießen, etwas verändern müssen. Aber aus meiner Sicht ist das ja eher eine Qualität einer Mannschaft. Und ich finde, es gibt sehr, sehr viele Mannschaften in dieser Liga, bei denen läuft es entweder von der ersten Sekunde an gut und dann gewinnen sie Spiele teilweise spektakulär oder es läuft nicht und dann gehen sie zum Teil auch desaströs unter. Und das ist der erste FC Saarbrücken nicht. Er hat noch eine Frage. Halt. Ja, erstmal guten Morgen. Ich habe mal eine Frage zur Personalie an die Breuer. Da würde ich mir gerne fragen, in der Wisse alle gar hat ein bisschen Scheiße gebaut. Und ja, so kann man es so sagen, als Saarbrücker-Fan, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das betrifft jetzt euch beide als Trainer und als Manager. Wie sieht es denn aus mit ihm? Bleibt er jetzt weiterhin vorher nur in der Jugend, aber weiterhin mittrainiere? Oder wie gesagt, wie Uwe eben gesagt hast, mit Ikonen von Saarbrücken wie Zeitz, Kerber und wie Wurz und so, ob man ihm die Chance gibt, da auch eine zu werden, oder hat er im Moment, sag ich mal, komplett verschützt?
Nein, ab dort, weil ich finde, wir sind hier eine geschlossene Gesellschaft. Das war ja erstmal ein völlig neuer Versuch. Und ich habe ehrlich gesagt als Trainer, weil ich bin ja auch Familienvater, sehr, sehr große Angst vor der Entscheidung gehabt, einem so jungen Menschen zu sagen, pass auf, jetzt konzentriere dich mal voll auf den Fußball, weil du hast einen tollen Fokus, willst aber auch nichts anderes machen. Und wir waren alle davon überzeugt, dass der Andy das Zeug dazu hat, irgendwann Spieler der ersten Mannschaft zu werden. Ich glaube, der hat viele, viele Grundfähigkeiten, die ihn wirklich zu einem guten Spieler machen. Auf der anderen Seite darf man eben nie vergessen, als der Junge bei uns angefangen hat, war der 16 Jahre. Und auch das war mir klar, dass da zum einen mal Fehler passieren und dass der Andy natürlich durch den Fokus, den er jetzt hat, gerade hier im Saarland, natürlich sich auch nicht allzu viele Fauxpas erlauben darf, die anderen Jugendlichen entweder verziehen werden oder die vielleicht gar nicht erst auffallen. Jetzt hat er natürlich sich ein Ding geleistet. Also wäre besser gewesen, wenn man eine Schlägerei in der Stadt gehabt oder. Die war jetzt scheiße. Trotzdem hat man, also ich habe sofort gewusst, das war ein schlimmer Fehler. Aber das ist ja nicht das, für das Andy Breuer stehen will. Also der Junge, der ist ja quasi, der kennt ja nur den ersten FC Saarbrücken. Also jetzt ernsthaft zu glauben, der hätte was mit den anderen zu tun, es ist wirklich Blödsinn. Trotz alledem, finde ich, gehört zu so einer Entwicklung dazu, dass er sich in der Vorbereitung richtig in den Fokus gespielt hat. Der hat es ganz, ganz toll gemacht. Der kam in der Mannschaft ganz toll an. Der hat unheimlich viele Fürsprecher. Und trotzdem fand ich, war es auch sehr, sehr normal, dass es vielleicht auch mal eine Phase gibt, wo es ein bisschen schwieriger ist. Aber wir haben zu dem Spieler gehalten. Er ist permanent Bestandteil des Trainings, ist also immer bei uns dabei. Und was aber auch von Anfang an klar war, der braucht ja Spielpraxis. Und er ist ja noch jüngere Jahrgang A-Jugend, dass er dann wirklich bei der A-Jugend spielt. Und ich finde, nachdem es so eine Delle gab und natürlich auch der Andy ganz schön mit der Situation zu kämpfen hatte, macht das jetzt wieder richtig ordentlich. Aber natürlich ist bei dem Jungen so diese erste Euphoriewelle jetzt mal raus. Er schämt sich für das, was er getan hat. Und deswegen, finde ich, müssen wir als Club zu dem Jungen halten, wenn er irgendwann denselben Weg gehen soll, wie so ein Luca Kerle oder früher in meiner Zeit. Und das, also ich werde das tun. Ich habe überhaupt keine Lust, den Stab über den Jungen zu brechen. Der ist echt in Ordnung. Okay, danke. Ja, ein Rüdiger, glaube ich. Kann ich auch was dazu sagen. Weil, klar, habe ich das auch mitbekommen, dass er Mist gebaut hat, hat jetzt im Training gesehen, hat die letzten zwei Spiele der U19 auch gesehen. Und trotzdem auch nochmal hervorzuheben, ich glaube, am Ende des Tages, es gibt hier viele Spieler bei uns in der ersten Mannschaft, die einen Hintergrund haben, außer Brücken, aus dem Saarland, das ist außergewöhnlich. Ich glaube, müssen wir einfach in der dritten Liga mal gucken, bei wie vielen Vereinen das überhaupt der Fall ist, ob da überhaupt ein, zwei Spieler da eine Vergangenheit haben, wirklich im Umkreis von 20, 30 Kilometer aufgewachsen zu sein. Und letztendlich diese Anspruchshaltung, die hier im Verein ist, heißt, wir wollen oben mitspielen, ist am Ende auch eine Frage der Qualität. Klar ist es Bestreben, diese Spieler zu unterstützen, aber auch zu sagen, man schenkt denen jetzt nichts, weil sie einfach in der eigenen Jugend gespielt haben. Und am Ende bringt es auch dem Trainer nichts, bringt es mir nichts, wenn man sagen, wir haben einen jungen Spieler jetzt spielen lassen, aber haben ein Spiel verloren. Weil am Ende geht es dann wieder darum zu sagen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Der Junge hat mit Sicherheit seine Qualität, aber was Uwe auch gesagt hat, er ist einfach noch jüngerer Jahrgang in der U19. Und macht jetzt, hat eine kleine Delle durchgemacht, da wird er sich rauskämpfen und dann muss man das einfach auch weiter beobachten, um da einfach dran zu bleiben. Ich glaube, so eine Delle kommt immer bei jedem Spieler mal. Er hat sie jetzt schon erlebt und da haben wir die Hoffnung, dass er dann da rauskommt und einfach auch nochmal stärker wird. Ja, würde ich gerne noch was zum Fragen. Der Spieler Rechtenwald ist für mich, hört man mich? Ja. Der Spieler Rechtenwald ist für mich näher an der ersten Mannschaft dran. Hat ja auch gegen Düren, zum Beispiel im Testspiel, zumindest mit den letzten 20, 25 Minuten gespielt, für mich überzeugende Leistung gebracht oder sehr gute Leistung gebracht. Wie seht ihr das? Wie nah ist der am Kader zumindest? Freddy Reckenwald hat riesige Sprünge gemacht. Ich muss ehrlicherweise sagen, anders als es bei Andy der Fall war, der wirklich in dieser Aufstiegsphase
der U17 herausragende Leistung gezeigt hat, hat Freddy letztes Jahr ein ganz, ganz schwieriges Jahr gehabt, weil die Zeiten, in denen er in der A-Jugend gespielt hat, in der Bundesliga, hat er teilweise ohne Training in der Woche absolvieren müssen, weil er chronische Schambeinprobleme hatte. Und klar, der A-Jugendtrainer wusste, das ist ein wichtiger Spieler, war sein Kapitän, er hat immer Wert darauf gelegt, dass der Spieler auf dem Platz steht. Aber wir waren eigentlich nicht in der Lage, in der vergangenen Saison mit dem Jungen zu arbeiten. So ein Beispiel ist ja, da bei uns die ersten zwei Wochen der Vorbereitung mitgemacht und nach dem zweiten Testspiel damals Querschieter gespielt, gegen die Luxemburger gespielt, war er danach nicht mehr in der Lage, tatsächlich zu trainieren, musste rausgenommen werden. Also die Unterbrechung war sehr, sehr groß. Und ich finde den Jungen ganz toll, weil er eben zum einen ja ein Saarbrücker Junge ist, zum zweiten aber eine sehr interessante Position besetzt, die des Außenverteidigers rechts. Da findest du nicht so viele Positionsspezialisten. Und deswegen haben wir letztes Jahr die Entscheidung getroffen, so im März, April, als feststand, die A-Jugend steigt ab, den Jungen komplett aus dem Trainings- und Spielbetrieb rauszunehmen und ihn erstmal so aufzubauen körperlich, dass er tatsächlich sich auch Profifußballer nennen kann. Also waren wirklich so viele Defizite, die mussten aufgearbeitet werden, das haben wir total konsequent gemacht. Und derzeit sehe ich einen ganz, ganz tollen Freddy. Also jemanden, der im Training die Lücke total schließt, die Leistungslücke, der sich unheimlich nach vorne entwickelt. Er hat mit Sicherheit noch so sein Problemchen im Verteidigen, aber aktuell ist er unheimlich aktiv nach vorne. Er kann mittlerweile eben auch richtig viel laufen, intensiv laufen. Also all diese physischen Themen, die wir hatten, die sind geschlossen. Dass der eine gute Veranlagung hat, das ist zweifelsfrei so. Und ich habe mit Freddy letzte Woche nochmal gesprochen, jetzt geht es echt daran, dran zu bleiben. Jetzt geht es daran, dran zu bleiben, auf seine Chance hinzuarbeiten, nicht nachzulassen, sondern immer noch stärker zu werden. Und dann kann ich mir schon noch vorstellen, dass der Spieler seine Minuten bekommt dieses Jahr. Ja. Aber es war echt ein Prozess und Gott sei Dank hat es der Spieler auch verstanden und hat das Ganze mitgemacht. Und ich glaube, jetzt profitieren wir so langsam davon. Und was natürlich ganz, ganz toll ist, ne? Der Trainer der zweiten Mannschaft, er sagt mir immer, es ist ein so sauberer Junge, wenn der bei der zweiten spielt, der haut sich rein von der ersten bis zur letzten Minute, hat überhaupt keine Arroganzanfälle, sondern ist totaler Teil der Mannschaft. Das ist ja auch etwas, was für ihn spricht. So, jetzt kommen wir zum bestgekleideten Mann des Tages. Patti 66 hat die richtige Jacke an, die habt ihr natürlich auch. Aber egal, er hat eine Frage. Ne, ist keine Frage, sondern ich soll eine Message rüberbringen von unserem Fanclub. Ah. Der Fanclub nennt sich Trainingsgruppe FCS. Das sagt ja schon viel aus. Also das sind die alten Säcke, die immer im Training oben auf dem Spackfeld auf der Tribüne sitzen. Und die sind alle so plus 70 und naja gut, raus ist noch nicht ganz so weit. Plus 60, plus 70. Und wir wünschen eben uns einen Fußball, der uns begeistert. Wir sind Rentner, wir haben nicht viel Kohle. Wir kommen jedes Mal ins Stadion, legen 30 Euro auf den Tisch. Und ja, also der aktuelle der Fußball, das ist nicht unser Fußball. Wir wollen den begeisternden Fußball sehen. Wenn wir dann mal verlieren, so wie damals gegen Wien Wiesbaden, da ist jeder zu 100%, obwohl wir verloren hatten, sind wir zu 100% zufrieden nach Hause gegangen. Und so wollen wir eben Fußball sehen. Ne? Kein Ergebnisfußball, italienischer Catenaccio 0-0, 1-0. Das wollen wir nicht sehen. Wir gehen schon über 40, 50 Jahre in den FCS-Rücken und ja. Gut, wir sind das eben. Von Jahr zu Jahr ändert sich die Situation. Aber ja, wir wollen eben, soll das nur rüberbringen, wir wollen schönen Fußball sehen. Ne? Das war's für mich. Was sagen wir jetzt? Ja, also die Definition, die müsste dann vielleicht nochmal detailliert sein, aber am Ende glaube ich, ist hier im Raum deutlich häufiger die Aussage gefallen, wir wollen aufsteigen. Das ist die Frage, ob sie es unbedingt widerspricht. Überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Und trotz alledem nochmal, musst du auch wissen, welchen Trainer hast du geholt? Für was steht er? So, für was steht dieser Kader? In welcher Art des Fußballs fühlen sich die Spieler wohl? Und bei einer Sache bin ich mir zu 100% sicher. Wien Wiesbaden ist so für mich eben das komplett falsche Spiel. Weil wenn du aufsteigen willst oder wenn du eine gute Platzierung haben willst, darfst du nie wieder so spielen wie gegen Wien Wiesbaden.
In der ersten Halbzeit. Nein, und in der zweiten Halbzeit ist ja etwas passiert. So, ne? Ich liebe euch alle, aber das wird ja nie wieder der Fall sein. Das damals war unheimlich viel Euphorie. Wir hatten einen tollen Start. Die Menschen waren seit langer Zeit wieder im Stadion. Und dass eine Mannschaft des ersten FC Saarbrücken nach einem 0:4 in der Halbzeitpause mit permanenten Fangesängen empfangen wird, da brauchen wir jetzt kein Prophet zu sein. Das wird mit Sicherheit beim nächsten Heimspiel um 0:4 nicht mehr der Fall sein. Nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Das war eine andere Ausgangssituation. Und auch dort muss man wieder fairerweise sagen, was war meine Vorgabe in dem Spiel? Das kann ich heute sagen. Es war 0:4. Wir waren hoffnungslos unterlegen. Es drohte, also es war ja schon ein Debakel, aber es gibt Schlimmeres. Aber es drohte, Extremes zu werden. Und meine Vorgabe an die Mannschaft war, wir kämpfen jetzt für ein 0:0. Weil wenn du in einer solchen Situation, die Köpfe sind unten, daran glaubst, oh, das Ding, da ziehen wir noch, ich glaube, da musst du eine wahnsinnig gute Phase vorher gehabt haben. Und die hatten wir als gemeinsame Gruppe ja noch nicht. So, und es hat sich eine Eigendynamik ergeben, für die ausschließlich das Stadion verantwortlich war. Und Spieler, die mit gesenkten Köpfen aus der Halbzeitpause kamen, haben gemerkt, hey, die Leute haben uns das verziehen. Also spielen wir jetzt für 0:0 und dann machst du ein Tor und auf einmal glaubst du wieder an etwas und das hat eine Eigendynamik angenommen, die war unfassbar. Aber um das nochmal auszuführen, wenn ich mich mit der Situation konfrontiert sehe, bitte hol das Maximum aus der Saison heraus, dann darf es bitte nie wieder ein Spiel gegen Wiesbaden geben, wo Organisation, Zweikampfqualität, die Qualität, gegnerische Standards zu verteidigen, die waren einfach bei Null. Naja, das Gefühl, das wir dann hatten, ne, dass, obwohl ein Spiel verloren ist, trotzdem zufrieden nach Hause zu gehen, ne, das war das. Nicht, dass jetzt das, die erste Halbzeit so schlecht war, die zweite so gut, aber wir hatten das Gefühl, da war, das war eben Fußball, ne, so wie Fußball sein sollte. Aber wirklich nur so aus der Dynamik dieses Spiels. Also ich habe eine andere Vorstellung vom Fußball. So, wenn ich Trainer als erster FC Saarbrücken bin, dann möchte ich den Fußball sehen, den wir zweimal letztes Jahr gegen Magdeburg gespielt haben. Das ist für mich Fußball. So, das war fußballerisch okay, aber das war verbunden mit einer unfassbaren Laufstärke, mit einer wahnsinnigen Bereitschaft, dass permanent alle angreifen, alle verteidigen. Da war eine unglaubliche Intensität. Wir haben diese Magdeburger, diese guten Spieler, wirklich gebrochen. Die Menschen waren nonstop hinter uns, weil sie gespürt haben, boah, diese Mannschaft, die will für seine Farben alles geben. Und da konntest du richtig aufrecht aus dem Spiel gehen. Sowohl aus dem Hinspiel, dass wir ein bisschen glücklich 2-1 gewonnen haben, als auch aus dem Rückspiel, wo wir dann unglücklich 2-1 verloren haben. Ich glaube, da hat sich jeder wieder gefunden. Das ist so mein Traum von Fußball. Und der war sehr schnörkellos, der war sehr schnell, der war sehr torbedrohend, der war sehr, sehr hart in der Verteidigung. Na klar, sowas wollen wir sehen. Ja. Ja. Jeden Zaps. Da will ich gerade mal einhaken. Wo kommt denn dann jetzt die Verunsicherung her? Also ich will keinen Spieler ans Kreuz nageln, liegt ja mir als Fan völlig fern. Aber in Siebenzellner hat für mich gestern erschreckend schlecht gespielt. Erste Halbzeit, ne? Scheiße, den haben sie heute noch gelobt. Ich habe den anders gesehen. Ja, ja. Also, und da frage ich mich, wo kommt bei wirklich erfahrenen Spielern auf einmal so diese Unsicherheit in Spielen her, nach dem Rückstand. Und jetzt die Spiele, wie zitiert Magdeburg, wie in Wiesbaden, wo es eigentlich genau anders ist. Also ich verstehe es dann nicht. Und du hast selber eben gesagt, auch nach dem 2:2 ist wieder der Schalter gestern umgelegt worden. Also da kommt immer wieder eine Verunsicherung rein. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Ich hole ein anderes Beispiel. Einwürfe. Finde ich, Julius Biala macht das jetzt klasse, ne? Ist glaube ich so ein Tobi-Jenniger, ne? Also guck mal, der geht schnell mal auf und dann geht rein. Ne? Hat uns lange gefehlt, dieses Element. Aber kurze Einwürfe, die finde ich bei uns grottenschlecht. Also da bietet sich für mich als Fan überhaupt gar keiner an, bis da mal jemand zu dem Einwerfenden in die Nähe kommt.
Ist das auch Verunsicherung? Oder sind das Sachen, die kann ich auch im Training üben? Also das hat ja dann nichts mehr mit Verunsicherung zu tun. Ich finde ja, die Frage halt ist, das kommt ist jetzt total die auf der. Auf den bin ich echt sau stolz, ne? Also so unsere kurzen Einwürfe, als ich hierher kam, hatten wirklich eine Quote von 70% beim Gegner, weil man immer versucht hat, aus der Situation direkt irgendwie einen Angriff zu initiieren. Und mittlerweile sind wir bei 70% eigenem Ballbesitz, weil Trainingsgruppe muss das registrieren. Es gibt keine einzige Trainingsspielform, wo nicht permanent draußen Bälle liegen, sodass das Spiel ganz, ganz schnell über einen Einwurf fortgesetzt wird. Wir teilweise sogar provozieren, dass wir nicht Ecken spielen lassen, die eigentlich im Trainingsspiel Ecken sind, sondern dass wir sie mit einem Einwurf fortsetzen, um genau dort eben eine gewisse Sicherheit reinzubringen, viele Spielfortsetzungsmöglichkeiten zu haben. Es gehört zur Wahrheit gestern dazu, Trainingsgruppe. Freitag beim Abschlusstraining habe ich mir dann Rizzotto nochmal genommen, habe A gefragt, wie ist deine Einwurftechnik? Und habe ihm dann nochmal die Philosophie unserer Einwürfe erläutert, weil du hattest keine große Anlaufzeit. Und klar, ein rechter Verteidiger, der hat neben dem linken Verteidiger eben alle Einwürfe zu machen. Ne? Das müsste in der Kürze der Zeit einstudiert sein. Aber ich finde gerade so, wenn Kretschmer, Ernst, wenn die auf den Seiten Einwürfe machen, dann haben wir eine wahnsinnig hohe Quote an richtig guten Spielfortsetzungen. Also da sage ich jetzt einfach mal, das ist dann nicht Verunsicherung, sondern geht es darum, nicht schnell auszuführen, wenn alles zugestellt ist, sondern wirklich auch außen die Geduld zu haben, nicht den Ball irgendwo hinzuschmeißen, sondern tatsächlich auch einen sich sauber freilaufenden Mitspieler zu finden. Und das funktioniert, finde ich, ganz gut. Die Geschichte gestern nach Freiburg und dem 2-2, finde ich, war dann auch keine Verunsicherung. Deswegen habe ich mich auch draußen tot gecoacht. Da ist es tatsächlich so gewesen, dass aus meiner Sicht auf einmal zwei Mannschaften das Spiel gewinnen wollten. Also das Spiel ist so dermaßen aufgegangen, wir hatten so viele Spieler auf Herzenweise vor dem Ball, die einfach den Siegtreffer erzielen wollten. Und bei Freiburg war es am Ende relativ ähnlich, dass das Spiel nochmal sehr, sehr aufgegangen ist. Und nach dem 2-2 hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass die Mannschaft so wieder, also einzelne in sich zusammenfallen. Das war tatsächlich die Reaktion nach dem 0-1. Da konntest du förmlich greifen, dass jeder vielleicht froh gewesen wäre, wenn er jetzt keine so wichtige Entscheidung auf dem Platz treffen muss. Ne? Wie kann man das abstellen? Kann man das im Training? Also kann man sowas im Training abstellen? Ich meine, das sind fasziniert man Spielzüge, ne? Klar, ne? Varianten, sowas. Aber Verunsicherung dann nach 0-1, okay, wie kann ich das rauskriegen aus der Mannschaft? So, jetzt wird mich hier wieder jeder köpfen. Indem du das Spiel total vereinfachst. Das ist aus meiner Sicht die Wahrheit, wenn es jetzt nicht gerade ganz große Teams sind, die irgendwo so immer an sich glauben. Also meine persönliche Erfahrung ist, wenn es dem einzelnen Spieler auf dem Feld nicht so gut geht, damit wichtige Entscheidungen zu treffen im Sinne von, mein nächster Pass entscheidet darüber, ob wir gut angreifen oder einen Konter kriegen. Meine nächste Freilaufbewegung entscheidet darüber, ob ich den Ball wirklich bekomme oder vielleicht auch nicht unbedingt. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass nicht jeder mit so ganz breiter Brust unterwegs ist, dass jetzt jeder für sich so ein Erfolgserlebnis benötigt. Und diese Erfolgserlebnisse, da kommen immer zwei Faktoren zusammen. Das ist das eine, dass du das Spiel vereinfachst. Das ist dann leider oftmals eher so das Spiel in die andere Hälfte zu verlegen, selbst wieder zweikampfaktiv zu sein, weil es eben viel, viel leichter ist, dort so seine beste Qualität auf den Platz zu bringen, als in der Verantwortung die Kugel gerade zu haben. Und ich sage das auch so offen, und das hat in Saarbrücken aus meiner Sicht immer fantastisch funktioniert. Und dann ist es die Anerkennung der Menschen von draußen, dass die Mannschaft jetzt gerade Unterstützung braucht. Aber das ist ja kein Thema in unserem Stadion. Es ist ja brutal vorbildlich, dass die Leute eben auch ganz häufig dafür sorgen, dass dann kleinste Erfolgserlebnisse die Mannschaft auch wieder in die Spur bringen. Und heute Morgen habe ich der Mannschaft gegenüber gesagt, gestern war vielleicht der Tag, an dem wir endgültig alles so durchgemacht haben, was du in einer Saison vielleicht mal durchmachen musst. Wir waren bis jetzt eben erst einmal im Rückstand in Essen. Bis jetzt war es immer so, wir sind in Führung gegangen und das Spiel stand lange 0-0. Wir haben gezeigt, wir können späte Tore schießen. Wir haben aber auch gezeigt, dass wir im Verlauf eines Spiels in Führung gehen können. Leider Gottes haben wir auch Ausgleichstreffer kassiert. Niemals
den Rückschlag im Sinne einer Niederlage. In Essen waren wir das erste Mal in der ersten Halbzeit im Rückstand. Wir sind nicht komplett auseinandergebrochen. Wir haben über ein paar taktische Maßnahmen das Spiel wieder beruhigt und hätten es gegen Ende hin unentschieden spielen müssen. Und gestern war eben der erste Spieltag in dieser Saison, in dem wir zweimal im Rückstand waren, aus dem Spiel heraus. Und Gott sei Dank ist das eben nicht mit einer Niederlage geendet, so wie sehr, sehr häufig letztes Jahr, sondern wieder sind wir zweimal zurückgekommen. Es hat nicht zum Sieg gereicht, aber am Ende eben wieder zu einem Punkt. Und auch das ist ja eine neue Erfahrung für eine Mannschaft. Ne? Wenn du 5, 6, 7 Mal zu Null spielst und einen späten 1-0 schießt, dann ist die Situation, zweimal im eigenen Stadion im Rückstand zu geraten, natürlich eine neue. Und dann finde ich, ist es eine Frage der Haltung der Mannschaft. Wie gehst du damit um? Und das hat sie gestern okay gemacht. Wir haben die Halbzeit gebraucht, wir haben Umstellung gebraucht, nochmal eine positive Ansprache, eine neue Idee. Aber es hat eine Reaktion gegeben. Und ich kann die Leute einfach nur bitten, jeden, der Vertreter des Fanclubs ist, so im Sinne der Sache ist natürlich nicht schön, aber ich finde es immer wichtig, wenn die Mannschaft vorbehaltlos unterstützt wird, kann man auch mal auf den Trainer draufhauen. Dass jetzt im Spiel nützlich ist, weiß ich nicht, aber nein, im Spiel ist es absolut okay. Mir wäre es eben wichtig, es geht nicht gegen die Mannschaft, weil die hätte das nicht verdient. Das ist ein Thema, das ich kurz ansprechen möchte, denn mir wird immer wieder berichtet, ich bin ja meistens auf einer ganz anderen Seite und kriege das nicht mit, aber da gibt es große Anfeindungen. Ist das so, wie du erleiden musst? Was heißt erleiden müssen? So, sind eben vereinzelt Menschen der Meinung, ich soll mich verpissen. Und denen stelle ich mich, das habe ich gestern auch getan. Und nachher haben mich zumindest zwei von denen umarmt. So, deswegen lassen sie mich immer noch nicht für den richtigen Trainer halten, aber ich finde, das ist doch total legitim. Also, behauptet ihr nicht von mir, dass ich alles richtig mache und dass meine Art, meine Analyse, meine Idee immer die richtigen sind. Das Einzige, was ich weiß, so, ich gebe alles für diesen Club. Und wenn andere der Meinung sind, das ist eben irgendwann nicht mehr ausreichend oder entspricht nicht unserer Idee, dann ist das total legitim, weil ich spreche ja keinem ab, dass er Ahnung von der Sache hat. Okay. Nur es gibt aber eben die Trainer unterschiedliche Dinge. Rüber auf die Seite der Kuba-Anstellung. Das wäre noch eine Idee. Gut, wir wollen jetzt noch ganz zum Schluss, weil wir sind völlig aus unserem Rahmen rausgefallen. Das Schnitzel wartet und Aldi, wolltest du noch eine Frage stellen? Oh, ich glaube, das sprengt den Rahmen dann. Ne? Ja. Ich will die Uwe nicht noch mehr löchern. Ja, aber dafür bin ich ja hier. Ja, dann ganz kurz, aber ne? Also, Thema Steven Zellner, wurde ja vorhin angesprochen vom Kollegen. Ich stelle mal jetzt eine etwas provokante Frage. Ich will auch nicht dem Spieler zu nahe treten, aber meine Frage wäre, könnte es sein, dass der Steven nicht unbedingt sein Kampfgewicht hat? Nein, tatsächlich nicht. Das war, jetzt, also bleibt hier, letzte Saison tatsächlich einmal eine Phase, wo er diese schlimme Verletzung hat, die ihn lange rausgeschmissen hat, der spät sein Comeback gefeiert im Januar. Davor war das tatsächlich ein Thema, weil durch die Verletzung er sich gesamtheitlich nicht so gut belasten konnte und schon so ein bisschen zugelegt hat. Aber aktuell ist er deutlich unter dem, was er eigentlich hat. Körperlich steht er 1A da. Gott sei Dank haben wir mittlerweile auch eine Art gefunden, der Abstimmung, wie wir ihn eigentlich Woche für Woche auf den Platz kriegen können. Was bei dem Knie eigentlich nicht funktioniert, weil das hat keine Sporttauglichkeit mehr. Das gehört eben auch zur Wahrheit. Aber ich finde, dass Steven sowohl in dem Bereich aktuell sehr, sehr gut dasteht und vor allen Dingen, und da bin ich auch ein bisschen stolz, hat er auf einmal Dinge jetzt mit 30 und als nicht gelernter Innenverteidiger für sich echt angenommen, die er super auf dem Platz umsetzt. Also Steven war für mich immer so der Innenverteidiger, der besticht durch einen unheimlich guten Spielaufbau, so diese wagemutigen Dribblings, die der aber immer im Griff hat, durch eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Also der Spieler ist einfach in der Lage, mit seiner Power auch schnelle Spieler abzulaufen.
Aber der Steven hat neben das Spiel in Magdeburg, eben weil er die Position ja eigentlich nie richtig gelernt hat und in Saarbrücken zum Innenverteidiger wurde mit 80% Ballbesitz, das war ja nun mal in der Regionalliga schon, und die Stürmer, die vielleicht mal einen Meter Vorsprung hatten, die hat er angelächelt und abgelaufen. Das funktioniert auf Top-Drittliganiveau. Ne? Also sprintest du gegen Conte in Magdeburg, so den holst du eben nicht mehr ein. Und da ging es wirklich darum, lässt sich Steven nochmal darauf ein, wirklich auch Positionstraining zu machen, ohne dass es mit ihm trainieren kann. Weil geht eben nicht wegen seines Knies. Und da haben wir so viel theoretisch gearbeitet, dass der, finde ich, eine richtige Qualität dort entwickelt hat. Und dann fand ich toll, so die letzten 15 Minuten gestern. Der hat vielleicht in der ersten Halbzeit kein so gutes Spiel gemacht, aber in den letzten 15 Minuten war da hinten ein richtiger Turm. Hat unheimlich viele Situationen im Strafraum entschärft, weil du gesehen hast, er fühlt sich richtig verantwortlich dafür, die Situation zu klären. Und das ist dann was Tolles für mich als Trainer, zu sehen, einen Spieler, der die Position nicht gelernt hat, der vielleicht auf andere Dinge Wert legt, hat aber im Sinne der Mannschaft Bock, da auch noch drauf zu packen. Und das ist ja eine gute Eigenschaft. Ja, mir ist nur jetzt extrem aufgefallen, auf mich wirkt er, das kann aber auch mit der Verletzung zu tun haben, auf mich wirkt er einfach hüftsteif und ist lange nicht mehr in der Endgeschwindigkeit so schnell, wie er mal war. Also der hat gestern öfters versucht, das hat er in anderen Spielen auch schon gemacht, täuscht einen Querpass an oder einen Rückpass an. Der Gegner zuckt drüber und dann versucht er, den Gegenspieler auszuspielen, um dann das Spiel nach vorne zu treiben. Aber da hat man gestern gemerkt, der kommt gar nicht an dem Spieler vorbei. Das heißt, er kann seine Schnelligkeit überhaupt nicht einsetzen, um an dem Mann vorbeizukommen. Das heißt, er bricht wieder ab, dreht sich um die eigene Achse, es kommt wieder ein Querpass oder ein Rückpass. Und da sind wir wieder genau da. Das ganze Thema drum ging, dann hat der Gegner sich formiert und dann bleibt praktisch im Grunde nur ein weiter Ball übrig. Und da kommt der Punkt, wo ich finde, da muss man akzeptieren, dass auf der Gegenseite 19-, 20-jährige Jungs stehen, die alle die 30 Meter deutlich unter 4 Sekunden laufen. Und wahrscheinlich 5 von den 10 Feldspielern in 2 Jahren Bundesliga spielen. So. Aber es fällt halt auf. Absolut. Das sieht keiner. Absolut. Und deswegen, ich bin da, das soll wirklich nicht polemisch sein. Aber natürlich ist dem Steven Zellner das gegen Waldorf, Gießen leichter. Ein bisschen leichter gefallen als gegen die hohe Qualität der dritten Liga. Ist doch klar. Das ist ein anderes Anforderungsniveau, von dem wir sprechen. Für mich ist das normal. Aber klar, habt ihr alle im Kopf, die, weiß ich nicht, von Steven Zellner wahrscheinlich 200 Spiele gesehen haben. Hey, wieso hat das früher so leicht funktioniert? Und jetzt ist es manchmal ein bisschen schwieriger, ja. Nicht, weil es Zellner schlechter geworden ist, sondern weil die Anforderungen andere sind. Ne? Qualität ist höher. So, ich finde, gestern hat man schon gesehen, die Jungs, die da gestern auf dem Platz gestanden haben in Freiburg, sind 20, 21-jährige Jungs, aber die sind einfach echt gut, ne? Und trotzdem hätten wir sie schlagen müssen. Klar. Gut, dann enden wir mit einem Konsens, bevor es nochmal andere Meldungen gibt. Und bedanken uns erstmal hier bei den Panteras Negras, beim Frank für die Gastfreundschaft und bei ihm hier für die Idee überhaupt zu dieser Veranstaltung. Ich bedanke mich natürlich beim Verein, bei Rüdiger Ziel, Hugo Koschinat. Andreas Kulz ist extra heute Morgen aus Altenwald hier angereist, um sich das anzusehen. Und ich muss natürlich meinem Sohn danken, der seine kleine Schwester vertritt. Und hoffe, dass euch das Format gefallen hat und dass wir das vielleicht in Kürze wiederholen. Danke sehr. Über Schaden reden wir ja nicht. So eine Zeit.